Okay, also hier. So, jetzt passt's. Perfekt. Wie hört Okay. man mich? Adrian, dich hört man auch. Chris, du warst ja schon ein paar Mal dabei. Ich glaube, dir muss ich nicht groß erzählen, was zu machen ist, oder? Naja, das Der Chris schon. enttäuscht mich bloß nicht, ne? Ich habe hohe Töne gegeben. Streng mich an. Okay, also Gewinner würde gegen Dimitri Kollers kommen. Ich glaube, auf das Match haben auch die Zuschauer sich am meisten gefreut. Bin gespannt. Ich habe Martin geschrieben, dass du ihn um 17 Uhr herausfordern wirst. Ja, mit 5 plus 1 und wahrscheinlich zufälliger Farbe. Genau. Wenn du willst, kannst du gewertet machen. Liegt bei dir. Und uns dann am besten während dem ganzen Ding ausstellen. Also ich werde dann mein Mikrofon ausmachen und meinen Ton. Ich kann euch da nicht hören. Perfekt. Okay, wir Pause halt zwischen den kurz und dann halt wieder herausfordern. Aber wie gesagt, du weißt ja schon, wie das Ja, und Ganze achtet abläuft. auch ein bisschen so, dann, also nicht, dass das gleich passiert wie bei den letzten, dass sie immer noch zwei, drei extra Partien machen. Ja, aber das wird Chris ja blicken. Schreibt einfach in den Chat rein. Ja, machen wir. Okay, dann sind es noch 4 Minuten. Adrian, du bleibst bei deiner Prognose? Meine Prognose war deutlicher Sieg für Chris, oder? Deine Prognose war nur Sieg für Chris. Willst du das nochmal korrigieren? Ne? Du bleibst Du? dabei. Unterschätzt mir den Martin nicht. Was meint denn der Chat? Kurze Umfrage am Anfang. Wie sieht es beim Chat aus? Wer gewinnt das Match heute? Also ich glaube, es wird eins der hochklassigen Matches in der ersten Runde. Tompalov schreibt auch, er ist gespannt, wer das Ganze heute macht. Junge Schiri, heute bin ich so gehypt, gell, wie bei keinem Match bisher. Ja, doch, bei Jan Christian gegen Leon war es auch so. Das war auch. Okay. Bei Adrian ist eh egal, wer gewinnt. Er lobt immer nur seinen Favoriten, egal wie gut der andere spielt, schreibt Konstantin. Ja, also wie gesagt, beide, wir kennen ja beide schon. Also bei Martin habe ich auch schon des Öfteren mal zugesehen. Wir sind hier auch schon auf seinem Profil. Oh, ich bin schlau. Ich schicke ihm mal eine Herausforderung, dann könnt ihr mal Okay. ins Game noch gehen. Ja, mach, alles klar. Gut. Auf welchem Account spielt denn Chris? Das weiß ich nicht. Er hat ja ein paar mittlerweile. Okay, also Martin hat hier eine Elo von 2,7 im Blitzen und eine Bullet-Zahl von 2,8. Und Chris weiß gerade gar nicht, aber der ist auf jeden Fall nicht weit weg von diesen Zahlen. Ich weiß wahrscheinlich sogar noch etwas drüber. Schön wär's. Ja. Nicht? Wie heißt denn der Account von Martin? Ich will da jetzt was. Draw the Night Okay. Leerstrich Twitch. Also seine Community ist so die Draw the Night, das sehe ich überall. Und ja, ist auch im Moment gerade am Streamen des Matches. Also, da können wir danach auch mal schauen, was er sich so zu den Stellungen gedacht hat.
Okay. Es geht los. Angenommen, ihr könnt mal ins Game. Ja, ich stelle mich jetzt auf stumm, ne? Perfekt. Schreibt in den Chat. Ja. Und dann starten wir die Zeit. Los geht's. Kann losgehen. So, okay, ihr seht das Brett, alles paletti, dann kann es losgehen. Wir sehen jetzt die erste Partie hier aus Sicht von Martin. Ja, bin gespannt. Zusatzfeld schreibt auch. Ja, dieses Match, da haben wir drauf hingefiebert. Das ist das Highlight der ersten Runde, oder? Kann man das so sagen? Eigentlich, wieso nicht? Was erwartest du für Matches? Also für Partien? Das kalte, ja schon. Ich hoffe natürlich taktisch hochklassige. Die Eröffnung lässt auf eher strategisches. Die erste. Was soll ich mal sagen? Irgendwann hopst dann Springer nach E5 rein, dann wird er rausgenommen und dann kommt vielleicht C, D, E, D und dann läuft der F-Bauer vor. Also es. Weniger vielversprechende Sachen. Stimmt, wir sehen auch schon okay, Ungleichgewichte. Sorry, wir sehen auch schon Ungleichgewichte, leichte. Nehmen wir jetzt mit dem Springer auf D5. Vielleicht, okay, E4 könnte übertrieben sein, aber nein, ist eine Idee. Was wolltest du sagen? Ja, Tompadov hat geschrieben, ich war auch auf Dimitri und Luis gespannt. Bei Luis gegen Nico war es dann natürlich am Ende relativ einseitig, weil Nico ja die ersten paar Partien ziemlich unglücklich am Ende irgendwie war. Und Dimitri hat gespielt gegen Michael, ne? Ja. Ja, da war ja auch Dimitri schon der Favorit. Und hier ist halt nicht kein Favorit wirklich festmachbar, finde ich. Finde ich auch. Also deine Aussage, Chris gewinnt Haus hoch, das konnte ich nicht so unterstreichen. Aber er hat doch normalerweise eine Elo von über 2,5, oder? Über 2,6. Chris? Mhm. Weiß jetzt nicht. 3,75 ist auch eine solide Elo. Aber so eine 2,7 ist halt schon krass. Nee, das stimmt. Das kriegt man auch nicht einfach so. Muss ich zugeben. Marco, hast du es gesehen, was ich dir geschickt habe, was ich heute im Rapid produziert habe? Noch nicht. Boah, das war wirklich. Schau es dir später an. Das war was. Rainer hat mir auch gut gefallen. Wir geschrieben, ja, Rainer seht ihr schon am Donnerstag wieder in Action. Gegen Ilja in der Runde 2. Donnerstag. Um wie viel Uhr? 19.30 Uhr. Können leider nicht anders, beide. Okay. Na gut. Dann trotzdem Type Tuesday am Dienstag oder nicht? Würde schon sagen, oder? Ja, okay. Ja, von mir aus gern. Ja, natürlich. Oder Chat, wie seht ihr das? Okay, wurde jetzt ein bisschen was getauscht. Beide haben noch ihre ungleichfarbigen Läufer auf der langen Diagonale. Das könnte was geben. Bin noch mal gespannt, wie die beide reagieren, wenn sie wenig Zeit haben. Ich habe das Gefühl, dass beide doch recht flott unterwegs sind. Mhm.
Also beide auf ihre Zeit achten. Holla, die Waldfeder. Und Tanko hat verloren mit Weiß, Carlsen gewonnen mit Weiß und Fanfori ist auch gewonnen. Und Firuja steht auch ganz gut. Ja. Aber bei Donchenko hatte ich die letzten Male wirklich das Gefühl, irgendwie, weißt du, er stand immer ganz gut, aber hat die guten Züge einfach nie gemacht. Weißt du, natürlich, wenn ich auf die Engine schaue, ist es immer leicht zu sagen. Ich gebe es ja zu. Aber trotzdem, weißt du, wenn man selber gegen Donchenko spielt, denkt man sich, man kann in der Stellung sein, egal wie ausgeglichen sie ist, man verliert das irgendwie noch. Und jetzt ist er gegen Leute wie Bashir und so in einer ausgeglichenen Stellung und egal was sie macht, er macht, er verliert das irgendwie noch. Er hat noch eine Stufe höher, also. Okay, Läufer steckt F3, gibt den Läufer ab, um den A2 zu holen. Aber ich glaube, Dame B7 ist ein ziemlich guter Konter. Turm B8 vielleicht und dann noch Dame C7, Dame D8. Moin Madal auch an dich. Ich meine, DC ist schon eine große Drohung. Ja, der Springer hängt und. Ja, und ja, wahrscheinlich wie du. Also, ja, Turm FA8 und dann die Turm A7. Ich hätte Turm B8 gesagt. Dame H4. Ah, mit Dame schlägt F2 als Idee, der ist cool. Okay, und nach G3 Dame F6. Okay, ich nehme das zurück, dass wir kein taktisches Gemetzel hier sehen. Okay, aber vielleicht einfach Turm F1. Okay, er sagt sich, G3 ist sinnvoll. Jetzt könnte er Züge wiederholen, wenn er das wollte. Aber DC... Jetzt könnte er nicht. Jetzt kann ich doch... Ja, okay. DC Springer C5, oder was? Ich weiß nicht, nach Turm FD1 habe ich auch Dame C8. Ist die Frage, ob mir das dann besser gefällt. Ja, stimmt, hast recht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Die beiden haben auch noch nie gegeneinander gespielt, zumindest nicht auf dem Account. Das ist mir eh schon aufgefallen. Die haben noch nie, also wir hatten noch keine Paarung, wo die Gegner schon davor gegeneinander gespielt haben, oder? Mhm. Die treffen sich ja alle das erste Mal, oder was? Okay. Ja, es kam damals, ja. Tauscht er die Damen oder geht er weg? Geht weg. Aber ich glaube, hier hat er Kompensation für den Bauern, oder? Ja, Kompensation sicherlich, ist die Frage, ob genug. Gut, im Moment könnte er, wenn er jetzt dran wäre, könnte er D schlägt C5 und Dame G4 machen. Das sieht schon fett aus. Ja, auch Dame G4. Ja, Dame G4, Springer F6 noch. Vielleicht macht er auch D5. Okay, er macht E4. Also jetzt kann er halt irgendwie auf D4 nehmen und man kann nicht mit dem Turm nehmen. Muss man mit dem Läufer nehmen. Ja, okay, aber mit dem Läufer nimmt man ja auch gerne, oder? Gut, ein bisschen steht da im Weg rum, aber alles halb zu wild. Okay, danke. Gut, wenn die Freundin einem den Zwischenstand beim Darts mitteilen. F5. Ah ja, jetzt geht's los. Ja, F5. Wir sind ein bisschen übermotiviert irgendwie. Das kann nicht gut sein. Sicher? Ja, FE4? Ja, sicher. F4 was? FE4. Ja, Dame G4. Springer F. Achso, und dann holst du dir E6 ab. Und Dame steckt und. Ja. Okay, ist nicht unmöglich, dass es funktioniert so, aber. Es sieht schon arg wackelig aus. Vor allem, jetzt hat er nur noch eine Minute. Bin gespannt, was er sich hier einfallen lässt, der Martin. Ja, okay, wahrscheinlich FE, Dame G4, Springer F6, Dame E6, König H. Man, das sieht ja nicht unspielbar aus. Okay, wow, den könnte man nehmen, theoretisch. Neben E5, ja, aber ja. Dann ist der D-Wall gefesselt. Ja, neben Turm nimmt E5.
Turm weg und dann verliert D6 die Dame. Okay, beide. Wahrscheinlich EF, oder? EF, DE. Boah. Boah. Dann Läufer F6 und dann Dame D5. Na, I don't know. Das ist mir zu hoch. EF, DE, ED. Könnte dann auch Dame schlägt F5. Ja. Springer schlägt D5 ist auch eine Idee, oder? Aber dann mache ich doch wieder Dame G4. Und dann wieder Springer F6. Und dann Springer F6. Aha. Ich bin froh, hier nicht an der Maus zu sein. Dame E4. Ich denke nach jedem Zug, ah, jetzt steht er aber gut. Egal, genau, Spannung. Springer C3 ist möglich. Springer C3. Okay, aber E6 hält halt immer noch mit Schach, klar. Jetzt könnte ich vermutlich E6 einfach nehmen, oder? FE und dann habe ich immer Dame schlägt D5 und kann auf G2 die Dame geben. Ja, okay, du verlierst ja E6 noch dazu. Ja, dann habe ich erstmal zwei Türme und Läufer. Für Dame. Das stimmt. Ja, die kriegen nur eine Sekunde, weil. Ja, raus mit. Raus mit. Oder E6 rausnehmen? E6. Ja, aber jetzt kommt er doch auf der zweiten Reihe rein, Chris. Ja, oh. Ja, jetzt ist er bei mir. Ja, er kann auch einfach C3 nehmen. Ich halte das für deutlich angenehmer, weil dann Turm steckt F5 wegen Dame steckt F5 nicht funktioniert. Puh, aber was ein Match. Wenn er einfach den C3 noch mitnimmt, ist super. Wir können uns das gleich jetzt anschauen. .5 zu 0.5. In der 5 plus 1 Session dann genauso. Okay, sollen wir uns die Partie kurz... Nee, ich will schon in die nächste reinspringen. Oder? Ja, wir sind schon in der nächsten. Frage ist... Kommt auch an, wenn du willst, können wir auch... Ja, wir können in der Pause nachher nochmal drüber schauen. Die legen es schon drauf an. Ja, also da war keiner, der gesagt hat, ja... Lieber nochmal 10 Sekunden in Reserve. Die halten ja beide... Oh... Wer hat Anwurf? Adrian, hier läuft ein Schachmatch. Ja. Herr Bruder. Ja, es stand 9-6, jetzt steht es 9-9. Ich mag den Lifestyle, den die an den Tag legen, beim Tata-Stil. Quale opfern, aber für Läuferpaar. Der Ruger, gell? Hat damit erfolgreich gepunktet. Und Herr Firuja, bei dem sieht es auch gut aus. Was sagst du hierzu? Weil es nimmt so Englisch, da habe ich leider nicht so eine Ahnung davon. Also, ja. Ich habe nur ein bisschen Ahnung vom F3 nimmt so. Na ja gut, hier sollte er wohl C5 rausnehmen, oder? Hallo Masterman. So, ich glaube, jetzt sind wir langsam genügend Zuschauer. Was sagt ihr? Wer gewinnt das Match heute? Wir machen eine Vorhersage. Wer? Stark. So, wer gewinnt das Match? Martin oder Chris? Einen Moment. Nicht, dass ihr das... Bei Tata-Stil vorne. Ja, also Van Forres, also wenn Giri gewinnt, hat Giri alleine gewonnen. Wenn Giri unentschieden spielt, sind Giri, Van Forres und je nachdem, wie Firuja noch spielt, punktgleich. Also wenn Firuja gewinnt, ist er auch noch punktgleich, aber wenn nicht, dann nicht. Giri stand aber mal zwischenzeitlich ziemlich schlecht, oder? Das habe ich nicht genau gesehen.
habe eine E-Mail bekommen oder eine Nachricht bekommen, wegen der badische Lichess-Meister soll ja ausgespielt werden. Hast du auch bekommen, die Nachricht? Nö. Okay, ja, da im Rapid so, und da hätte ich eigentlich Bock drauf, hieß es ja, man braucht gewertete Turnierpartien, also gewertete Rapid-Partien auf Lichess. Und dann habe ich geschaut und bei mir war einfach ein Fragezeichen bei der 2-1. Aber ich habe halt schon so 30, 40 Partien gespielt. Und zwar kommt das daher, das war mega lustig einfach. Ich habe ein paar Mal gespielt, so vor 2-3 Jahren. Und habe mich dann mit einem Sieg, ich hatte 52 oder so und habe dann ein paar Mal verloren. Und mit meiner letzten Niederlage von vor 2 Jahren habe ich meine Elo-Zahl genau auf 2-1 gestellt, so ungefähr. Und dann in den letzten 2 Jahren, irgendwann habe ich mir ja während der Quarantäne-Liga mal oder so von einem Jahr, anderthalb, habe ich mir den IM beantragt, ne, auf Lichess. Ja. Und als eingestufter, also weißt du, keine Ahnung wieso, aber plötzlich hatte ich dann wieder ein Fragezeichen. Weil ach so, weil du als IM. Was? Weil du als IM dann auf 2-1 abgestuft wirst. Genau, aber ich hatte schon 2-1 regulär, nur jetzt habe ich wieder ein Fragezeichen. Dann habe ich mich vorhin auf 2-5 gespielt. Übrigens, 6 von 7 Leuten sagen hier, dass Martin das Ding gewinnt. Sorry, dass ich dich da unterbrochen habe, aber das hat mich überrascht. Virus. Max Demian 1006 schreibt, kennt ihr Chris Martin? Oder Chris Martin, der Frontman von Coldplay. Ich mich schon mal aus beiden. Coldplay, also kenne ich schon, aber bin da nicht so tief in der Matrix drin, da ich wüsste, wer da so der Frontman oder die anderen Sänger sind. Ticello schreibt auf jeden Fall, hier wird er auf die Jugend setzen. Willst du mir erzählen, dass er der einzige von den 7 ist, der für Chris gestimmt hat? Ja gut, haben sich ja auch nicht alle Zuschauer hier beteiligt, aber... Und C4. Gut, Chris hat jetzt hier den Isolani und den versucht Martin jetzt durch konsequentes Abtauschen aller Figuren irgendwann als Schwäche. Die Figuren sehen aus wie aufs Brett gewürfelt. Das kann mir niemand erzählen. Da ist ein Läufer auf F5, ein Läufer auf G4, Turm auf C4, Dame auf A5, alles richtig random. Jetzt Läufer F6. Ach so, weil D5 am Schluss hängt, okay. Ja, aber D5 hängt nicht, weil C2 hängt. Ja, aber ich meine, warum sollte man hier den Läufer tauschen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe auf Chris gesetzt, er ist ein Teufelskerl. Er haut wieder zurück und D5 hängt ja nicht. Ah, aber dann, ja, und jetzt kriegst du ihn. Ah doch, du kriegst ihn gedeckt mit Turm D8, aber dann hängt B7. Boah, glaube, das hat er hier gerechnet. Aber will man wirklich B7, die Dame ist da schon weit. Okay, D5 fängt dann wieder. Vielleicht hätte man doch mit dem Turm auf G4 nehmen sollen. Nee, ja. Na cool, aber da geht halt wirklich Turm schlägt D5 einfach, oder? Mhm. Ich glaube, Springer F3 ist jetzt nicht so der Riesenzug. Okay. Ja, dann steht Weiß hier nicht schlecht. Also dann steht Weiß hier gut. Marco, aber mal zu dir. Wie geht's dir? Mir geht's super. Hab mich schon den ganzen Tag auf das Match hier gefreut. Oder wie Nathalie sagen würde, auf den Match. Auf den Match? Sag mal ja, so, im Schweizerdeutschen sagt man der Match. Das ist eine komische Frage. So eine Scheiße könnte ich mir gar nicht ausdenken, wenn ich es wollte. Okay, nach Dame B3 würde wieder D5 hängen. Ein Moment, könnte Turm B8 so ein bisschen drohen. Dame B3 ist doch der logische, oder? Oder geht dann irgendwas Taktisches? Achso, dann vielleicht Turm B8, Dame C2.
Ja, gewisse Kompensation hat er hier. Er zieht B4. Ja, aber der sieht ganz, ganz komisch aus, bin ich ehrlich. Ja, aber er sieht gut aus, oder? Ja, ich weiß nicht, okay, ich mache halt Dame B6, Dame nimmt, Bauer nimmt und dann Hängt muss ich halt. D5, nee, D5, hängt D5? Nee, hängt nicht. Nein, der Turm auf D8 ist doch mehrfach gedeckt. Jetzt vielleicht D4, vielleicht Turm. Okay, Turm C8 geht nicht, dann hängt D5 wirklich. Gut, du hast erstmal ein weniger, das muss man so sagen. Ja, klar. Okay, wahrscheinlich einfach D4, ne? D4 ohne 4 rechnen einfach. Augen zu und D4. Ja, wobei dann geht Springer E4 und so Scheißdreck. Okay. Springer schlägt D5? Geht nicht. Aha. Doch, geht doch, oder? Okay. Warum sollte er nicht gehen? Wegen Turm schlägt Ah, wegen D5. Turm steht D5. Clever. Ja, okay, Springer steht D5, geht nicht. Ja, die Pressing Sanchez hat auch schon die Idee gehabt. Ja, der sieht im ersten Moment verlockend aus, aber nach Turm steht D5. Hält das Ganze. Okay, vermutlich sowas wie Springer A4. Würde den B6 angreifen. E4. Eieiei. Okay, und nach D4. Dann Springer D5. Nix D4, oder? Einfach. Ja. Läufer schlägt C3, könnte man sich auch überlegen, wenn man den Läufer Top. nimmt C3 und dann Turm C8. Direkt, aber jetzt geht Springer schlägt D5. Ja, oder? Springer schlägt. Sieht nicht so gut aus. Nee, und Martin weiß auch, er nimmt sich jetzt die Zeit, weil er weiß, okay, hier muss es was geben. Okay, aber so eindeutig ist es noch nicht. Ja, und weiß musst du noch auf C4 zwischennehmen, weil sonst verliert er am Ende A3. Ich Jetzt meine, der. Rotturm A1, ich sag's nur. Nein! Nee! Nein! Eieiei! Aber da ist Eieiei! halt die Jugend von heute, die ist da halt frisch. Ah, Da der ist er da. Da ist er da. da Muss ist man er einfach einfach sagen. da. Ja. Puh. Ja, aber nicht Ah. so versehen. Aber spricht ja für ihn, dass er den Stream nicht hinten im Laufen hat, sonst hätte er es ja gehört. Das ist statt plus 1 ist es halt minus 1. Ja, die Stellungsbewertung statt plus 2 minus 5. Das war aber auch nicht konsequent. König F1 spielen und danach den da lassen. Stimmt, sonst hätte es auch noch H2 können, oder? Ja. Huh. Chris holt sich die erste Partie, den ersten Sieg. EM Grave Reaper. Was steht es? Was ist das übersetzt? Weiß es jemand aus dem Chat? Ja, Grabsteinräuber. Oder Grabräuber einfach. Weiß man das einfach, weil man gut Englisch kann, oder gibt es dazu irgendeine Hintergrundgeschichte? Ich bin nicht gut in Englisch, aber nö. Ja, Grave haben wir halt gelernt, weil wir irgendwie Halloween als Thema hatten irgendwann mal. Und Reaper ist halt, ja, Reaper kennt man irgendwie, oder nicht? Heißt, glaube ich, übersetzt wörtlich Reißer, aber okay. Grabsteinreißer. Grabreißer. Grabsteinreißer Gra wäre eher so Graveyard, nee, das ist ja Friedhof. Tombstone oder so. Tomb. Tomb wäre auch noch das Grab. Hast du die Serie The 100 geschaut? Nee.
Wieso? Um was geht's da? Ja, worum es da geht, es hat nichts mit den Reapern zu tun, aber in der ersten Staffel gibt es Reaper. Hm. Nee, sonst wüsste ich das. Okay. Puh. Chris spielt hier eher gemächliche Eröffnung. Ja, macht aber immer, glaube ich, einfach, oder? Ja. Ja, ich glaube, Donchenko kann sich jetzt von der Nummer 1 in Deutschland verabschieden. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ich glaube, da kommt er dann wieder hin. Ich glaube, das ist eine tolle Erfahrung, die er da. Aber ich bin ein bisschen so, weißt du, er stand gegen Hare Krishna, er kann einfach zwei, dreimal diesen einen Bauern nehmen auf C4 und nimmt ihn halt nie. Und dann verliert er halt. Wenn er ihn nimmt, steht er plus 1. Angeblich. Kein Plan, okay? Ja, da geht's nämlich los. Aber trotzdem, weißt du, wenn ich sehe, er kann einen Bauern nehmen und der Computer sagt, er kann den Bauern nehmen, da frage ich mich, wieso? Also ich meine, ich bin ja auch nicht ganz dumm und habe irgendwas total Triviales übersehen oder so. So nimmt man dann nicht den Bauern. Das kannst wie hätte er den Bauern genommen? Das kannst du ihn selber fragen, Adrian. Genauso ging Vashier, da stand ja plus 2,5 aus der Öffnung raus. Ja, gut, Vashier hat er ja irgendwie. Der war ja quasi schon vor dem Match tiltet. Vashier oder Alexander? Vashier. Ja. Wieso meinst du, weil er halt ein paar verloren hatte mit ja. Schwarz? Aber ich habe mich gewundert, dass sich Carlsen heute sein Grünfeld zurechtgelegt hat und nicht sein Neidorf. Mit Neidorf hat er eigentlich in dem Turnier nur kassiert. Sogar die Remis, die er geholt hat, war aus schlechterer Position. Ja, dann musst du das Kandidatenturnier noch ein bisschen zulegen, wenn er seinen ersten Platz da verteidigen will. Ist er im Moment Erster oder ist Nepo vorne? Er hat ja den direkten Vergleich gegen Nepo im Franzosen gewonnen. Okay, ja. Der Nepo hat auf Französisch gespielt und Vashier hat ihm den um die Ohren gehauen. Also eher die Zweitwertung ist direkter Vergleich und nicht mehr Gewinnpartien. Hier würde ich vielleicht noch sowas wie A4 einschieben. Bevor ich auf B4 nehme. Also das, weil wenn man jetzt rausgenommen hätte, dann wäre der Bauer auf A2 ziemlich schlecht geworden. Hat es wohl gleich gesehen, genauso gesehen. Genau. Wann es mit dem Kandidatenturnier weitergehen soll. Nee, das weiß ich leider nicht. So sieht es ständig in meinen Langzeitpartien aus. Was meinst du? War das jetzt bezogen auf Chris geht's gemächlich an? Oder nee, als du gesagt hast, die Figuren. Wie hingewürfelt. Ah, okay. Hat er das geschrieben. Ja, das ist nice. Ich höre ja sowas immer einfach. Okay, jetzt sieht es doch ein bisschen gemächlicher aus. Läufer schlägt C3. Turm schlägt C3. Er sollte sich ja nicht zu viel Zeit lassen. Oh, Turm nimmt dann D4. Das gefällt uns doch. Ich kann ihn einfach nehmen, oder? ED4 und dann E4, oder? D5, dann spielen wir D5. Ah. Okay, Springer D5, Läufer C6. Okay. Und C8, Läufer steckt D5. Junge, Junge, Junge. Ja, aber Springer D5 sieht gut aus, oder? Okay, was sonst? Turm C8 geht nicht, den kann man jetzt im Moment noch rausnehmen, weil es ja mit Schach ist. Was sonst? Okay, Springer D5 halt, ne? Läufer C6.
Dann Springer nimmt C3. Warum Oder nicht einfach. C8. Achso, nee, Turm C8 geht nicht wegen Läufer schlägt D5. Selbst das ist nicht so klar. Puh. Das habe ich überlegt. Dann kann ich halt noch auf E6 nehmen und da habe ich wenigstens kein Material weniger. Ja gut, dann Aber auch nach müsstest. Springer D5, Läufer C6, Springer nimmt C3, Läufer nimmt A8, Springer nimmt D1, Dame nimmt D1. Habe ich auch ein Board mehr. Hier läuft er C6 wahrscheinlich. Oder nimmt er auf E5. Oder macht er was, was wir gar, ganz übersehen haben. Also gar nicht Ja gut, du angesprochen kannst ja Turm C1 machen. Nee, warte mal kurz, dann nimmt man zweimal. haben. Vergiss Ja, da es. verliert zwei Qualitäten. Ja. Okay, vermute Läufer C6. Okay, Läufer C6 geht aber theoretisch auch Läufer schlägt C3, gell? Korrekt. Dann wollte ich mit der Dame einfach wegziehen und dann hängt ja der Turm auf A8. Und ich drohe. Ah, und dann machst du Turm C8. Und dann, wenn ich auf D5 nehme, dann deckt der Turm von C8. Ja. Okay, also jetzt ist auf jeden Fall die Zeit, wo er sich hier was zurechtlegen muss. Vielleicht auch Läufer C4. Nee, da kommt einfach Springer schlägt C3, vergiss es. Ja, was dann? Ja gut, Läufer C6, Turm C8, da muss man irgendwie ansetzen. Nee, Läufer C6 haben wir noch Läufer schlägt C3 gesagt. Ah ja, genau, Läufer C6, Läufer nimmt C3. Dann. Dame D3 und dann vielleicht Dame B5 oder sowas? Nee. Schwierig. Was sollte er hier spielen? Auf jeden Fall ist hier eine Minute Zeit reingebraten und spielt Turm Okay, C1. er opfert einfach die Qualität. War vielleicht das Beste, I don't know. Bin Aber es geht ehrlich, ja natürlich auf jeden Fall schlecht. ich kann es nicht einschätzen. Ja, Dame D3 oder so. Ja, aber da Läufer. kommt Läufer schlägt C, oder E schlägt D4 vielleicht sogar. Nee, ich check D4 will ich nicht machen. E4 geht nach Dame D3. Ah. Ja, dann mache ich ja Dame C2. Bin die Grundreihe hat, weil ich noch Läufer F1 und so Sachen habe. Also ich bewegt er sich noch und ich meine, zwei Born-Einheiten hatte er ja vorhin auch schon weniger. Gut, jetzt ist es nur eine. Ja, ne? Hat er noch einen sozusagen Bonus. Nein, dann Aber noch Läufer einen gut. C4 will ich nicht machen. Dame D2 oder so. Ah, dann hängt D3. Kann man nicht B. A5 mal schnabulieren? Ach, Anna hängt immer noch B3. Vielleicht Dame E3. Ja, aber B3 ist doch Bums, oder? Wenn ich A5 kriege. Ja, weiß nicht. Dame E3 sieht aber eh gut aus, weil dann ED nicht mehr so stark ist, weil immer E6 hängt. Er nimmt A5. Passt auf die Zeit auf, Leute. Passt auf die Zeit auf. Dame D2, hier. Dame E3, Dame E3. Oder Dame D3 hätte ich lieber gesehen. Ich nicht. D schlägt E und dann A5. Ah, okay. Oh, Springer D4. Und Zeit. Huh. Ja, man sieht seinen Chris Ausdruck. Das gibt's doch nicht. Puh, weiter geht's. 2,5 zu 1,5. Puh. Die hören dich nicht? Wer hört mich nicht? Ach so, passt auf die Zeit auf. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau, zwei Gewinnstellungen weggeworfen. Das Match könnte gut und gerne auch andersrum stehen. Glück für Chris, ja. Ich weiß da nie, ob ich sagen soll, dass es das Glück ist oder auch irgendwas mit Können zu tun hat, aber.
Das erinnert mich ein bisschen an diese, an die Georgiades, also Nico gegen Luis Geschichte da. Ja. Wenn jetzt noch zwei verdiente Siege, also was heißt, also das klang jetzt hart, aber wenn jetzt noch zwei Gewinnpartien von Chris kommen, in denen er den Martin überspielt, dann steht es plötzlich 4,5 zu 1,5 und du denkst dir so, ey Summer, was ist denn da passiert? Ich meine, ja, Martin hatte doch zwei Gewinnstellungen, die hat er halt verloren und wenn er jetzt zwei Verluststellungen bekommt und die dann auch verliert, wie es ja normalerweise ist. Ich weiß ja nie, ob es sich lohnt, A6, A4 einzuschieben, so als Schwarzer. Also A6 mit der Idee B5 und dann kommt meistens A4, genau. A4 eben. Puh. Also, die Unterstützer von Martin, die am Anfang gesagt haben, Martin gewinnt das Ding, die sehen sich hier ein bisschen zurückgeschlagen, aber ich glaube hier fest an Martin, dass er hier noch auf jeden Fall hier in der Lage ist, das Comeback zu schaffen. Ich meine, er muss jetzt nur aufpassen, dass er den Vorsprung nicht zu groß werden lässt, weil das haben wir schon bei Nico gegen Luis gesehen. Übrigens, wir sehen noch, Chris hat ungewertet gemacht. Ja. Das stimmt. Sonst hätte er jetzt vielleicht die 2-6 schon. Stimmt. Ja, und wird auch noch geschrieben, sind noch 2,5 Stunden. 2,5 sind es nicht mehr ganz. Ich schätze mal, dass sie hier noch 1,5, 2 Stunden spielen werden. Aber ja, es ist noch viel los. The Big Cack. Es ist. So heißt es, glaube ich, auf YouTube. Die YouTube-Kacke, die heißt davon The Big Cack, oder? Auf jeden Fall fragt er, wie. Für wen wir sind. Also ich habe hier keinen Favoriten. Wir sind natürlich objektive Kommentatoren hier. Ich muss natürlich sagen, so wir sind zwar objektiv so, aber Chris hat man natürlich doch mehr persönlichen Kontakt und so. Viele Kadertrainings zusammen gehabt, da will man natürlich, dass das Training, was man bekommen hat, auch groß ist. Dass das Training mit uns was geholfen hat. Okay, Adrian, wir sind jetzt, glaube ich, ja, wir sind in der vierten Partie und ich glaube, das ist die dritte Partie, wo Chris diesen rückständigen A-Bauern hat. Ich hätte übrigens vorhin auf C4 genommen und mich mit Turm E3 da einfach reingesneakt. Okay, aber das gefällt mir jetzt auch, weil Turm schlägt A7 geht nicht so gut wegen Springer schlägt D5. Tactics schon wieder. Also ich glaube, hier steht er sogar ganz gut, oder? Ja, kann gut sein. Wobei die Springer mir auf F6 und G6 schon ein bisschen Sorgen machen, aber okay, die können nicht so vernünftig weggejagt werden, weil sich sonst natürlich Lücken ergeben. Was habt ihr jetzt eigentlich Luis und seinen besoffenen Helfer geschrieben? ja, Felix, ja, ich habe zu den Zweien Kontakt aufgenommen und wie sagt man das diplomatisch? Große Reue war nicht dabei, sagen wir es so. wird geschrieben, die Variante Turm steckt A7, Springer steckt D5, Turm D1. Okay, um danach auf den D6 drauf zu gehen, dann hätte man noch Springer B4, um die Dame anzugreifen, und können sich danach um die D6 kümmern. Da hast du recht, wäre eine Idee gewesen. Ah, vielleicht, warte, ich glaube, Martin möchte hier nach Nehmen F5 spielen, wollte ich nur gesagt haben. D schlägt E5, F5. Boah, geil. Okay, aber dann Springer E7. Nee, er nimmt auch E5. Ja, kann er einfach nehmen, oder? Ah, nee, D5 hängt jetzt. Ja, dann Springer D6. Okay. Dann Springer E3. Dann Springer E3. Aber Springer E3 hat schon Stil. Ja, da kann die Dame einfach wegziehen. Scheiße. Gut, Springer B4 hättest du theoretisch.
Aber der hilft aber auch nicht richtig löst weiter, gell? Das Problem nicht. Dame B4. Okay. Achso, vielleicht irgendwann später Dame D4. Oder so, Weiß kann mindestens einfach Läufer nimmt D5 machen und dann die Qualität mitnehmen. Okay, er macht so, Dame D4 wahrscheinlich. Nee, du, wobei nach Dame D4 kommt ja Dame F2. Also du musst gar nicht Dame D4, du kannst ja auch Turm schlägt D8 machen. Ja, ich muss hier Turm schlägt D8 machen. Sonst verliere ich, wirklich noch mehr Material. Nach Dame D4, Dame F2 und nach Damentausch hängt ja immer der D5 und ich kann nicht mehr Turm schlägt D8 spielen. Also du musst zwingen nach Dame D4 die Möglichkeit haben, auf D5 zu nehmen. Genau. Ja, genau, Springer E3, also hat die einzige Pointe war eigentlich, dass man den nicht nehmen kann. Ja. Und nee, Konsequenzen gab es nicht. Ich habe den beiden halt gesagt, sie sollen es lassen, aber ja, schauen wir mal, ob sie sich dran halten. Und wieder, es ist wieder so eine Stellung, wo ich sage, Martin steht doch eigentlich gut. Ja, wobei, ich meine, E5 geht schon ziemlich krass verloren, so wahrscheinlich. Es geht krass verloren. Ja gut, A7 hängt auch erstmal. Ah, nee, aber es hängt gar nicht, weil der Turm hängt. Entschuldigung. I don't know, vielleicht steht Schwarz hier sogar besser mit der geopferten Qualität, mit den zwei Bobs dafür. Im etwas offeneren König von Weiß. Und irgendwie finde ich das immer ganz ästhetisch, wenn Schwarz auf den schwarzen Feldern so Spiel hat. Läufer D5 kommt Dame D4, da die Frage im Chat aufkam. Und dann kriegt man den Läufer zurück. Also man würde eine Figur abtauschen, da der König durch den Läufer doch noch einigermaßen geschützt ist, will man das nicht unbedingt machen. Auch hi an XBati, Bati. Hoffe, richtig ausgesprochen zu haben. Turm E4 ist eine Idee, wird geschrieben. Stimmt, Turm E4 und dann Turm schlägt A7. Man müsste nach Turm E4 auch noch sowas wie Dame C3 auf der Rechnung haben. Okay, es kommt Dame D3. Jetzt hängt der Läufer wirklich. Geht Springer schlägt E5. Dame schlägt. Springer F3. Okay, dann hat drei Bauern für die Figur. Das ist wahrscheinlich einfach nicht gut. Und noch so Mattprobleme da hinten. Ah, ich habe König F2. Ja. Also Springer schlägt E5, Dame schlägt D5, Springer F3, Läufer schlägt. Turm schlägt E1 und König F2. Und ja, dann kannst du meinen König. Okay, dann kannst du. Aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht so dran. Ja. Okay, wahrscheinlich einfach Springer. Aha, Springer F6. Oh Mann. Und dann wundern wir uns, wenn aus Chris nichts wird. Nach dem Training. Okay, wahrscheinlich Springer C7. Oder haben wir dann Angst vor Dame D7? Ich muss wegen der Technik. Das Mikro, das lag an dem Skype, also ich habe es auch komisch gehört, das lag an dem Skype-Anruf von Adrian. Also das kommt wirklich Springer F6. Und Adrian, kennst du einen GM Querim? Nee. Ich auch noch nicht gehört. Wird schon das zweite Mal im Chat gefragt. Okay, E schlägt F6 geht jetzt nicht, wegen Turm schlägt E1. Ja, geht nicht. Also muss ich Martin hier nach was anderem umschauen. E5 hängt immer noch. Auf den hat er gewartet. Puh. Jetzt geht der wirklich Springer F3. Okay. Turm E1 müsste ja mindestens. Turm E1, König F2. Ja, dann müsste nichts mindestens. Dame D4 könntest du machen. Ah, Dame D4 ist kacke. Ja, aber bevor du drauf gehst. Lieber sowas wie H5 oder H6, G6, I don't know.
Okay. Aber dann muss ich das schnell machen, Chris. Ja, wenig Zeit. Also. Ja, A6. Läufer schlägt F7 ist eine Idee und dann Dame C7. Uiuiui. Okay, jetzt geht aber König G6, oder? Ah ne, König G6, Dame D6. Jo. Jo. Das ist der Anschlusstreffer. Wieder einer spannenden Partie. Jetzt sind wir auch etwas offeneres von Weiß. Noch. Gleich macht er im nächsten Mal wieder E3. Okay. Aber auch die Partie ging bis ins Letzte, ne? Also. Wie bei der Gesangsverein. Ein Hund kotzt ins Feuerzeug. Ja, keine schnellen Remisen oder was auch immer. Gut, bringt auch da nichts, weil dann direkt die nächste kommt. Jeremy Christ streamt nicht währenddessen, nur weil die Frage aufkam. Nee, macht er nicht. Dafür ist er dann nach dem Match hier. Bei uns dabei und können wir noch ein paar Fragen zum Match stellen. Und danach gibt es auch die Quarantäneliga, oder? Genau, 20 Uhr. Quarantäneliga, können wir gleich noch schauen. Dritte Liga sind wir jetzt. Vielleicht geht es ja heute hoch, 5 plus 0. Bin gespannt. Giri ist übrigens bei mir ausgegangen, für alle, die es interessiert. Das heißt, die zwei Holländer sind oben. Okay, aber. In Holland? Nichts zu sagen, Heimvorteil. Wie sieht's aus, wenn Firuja gewinnt? Was ist die Zweitwertung? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es spielen ja nur die. Die untereinander alle irgendwie gespielt. Es spielen ja. Ja, haben sie. Dann Gewinnpartien vermutlich, oder? Ja, bei Gewinnpartien ist Firuja vorne. Ja, weil er eine verloren hat. Und der Firuja ist aber so ein Biest, ne? Wir können ja Chris überreden, die Quarantäneliga für uns zu spielen, genau. Und Martin am besten auch noch. Was hast du gesagt? Am Donnerstag 19.30 Uhr, ne? Das nächste Match. Ja. Buhmann, also Rainer gegen Ilja. Genau, Rainer Buhmann gegen Ilja Saragatzki. Das erste Match der zweiten Runde. Rainer konnte sich ja gegen Sebastian Bogner durchsetzen und Ilja gegen Dennis Wagner. Da würde ich dann aber doch Rainer die Favoritenrolle zuschieben. Ja. Der Match, wobei Ilja hat ja auch in der ersten Runde schon gegen Dennis aus Außenseiterrolle. Aber jetzt ist. Ne? Übrigens auch, wenn Anzahl der Schwarzliege erste Feinwertung wäre, wäre Firuja mit Abstand der erste. Also, ja, der Schwarzpartien, oder? Manchmal ist er auch Schwarzpartien einfach. Nee, Schwarzliege. Schwarzpartien kannst du ja nichts. Ist ja schon unfair. Ja, für Schwarzsiege auch nichts. Wenn Firuja 7 Schwarzpartien hat und Giri 6 und Firuja 7 mal gewinnt, dann kann der Giri auch nichts dafür. Ja. In dem Sinne schon, aber ja. Jedenfalls, genau, Giri hat ja nur mit Weiß gewonnen. Und Van Forrest hat einmal mit Schwarz noch gewonnen. Chris ist aufgestanden. Okay. Batic fasst es ziemlich gut zusammen. Also Martin ja eigentlich, nee, nicht eigentlich, mit dem höheren Rating, aber in den schnellen Bedenkzeiten, sei jetzt mal, da ist Chris doch etwas stärker gewesen. Bedeutet aber auch, dass im 3 plus 1 und 1 plus 1 wohl eher Chris die Nase vorne hat. Also wenn es so weitergeht wie jetzt. Man darf gespannt sein.
Was Tom halt auch noch geschrieben hat, daran habe ich auch schon gedacht, dann lass doch Chris einfach für unsere Quarantänenliga verpflichten, dass wir dann den Aufstieg in die zweite Liga wieder schaffen, weil es steigt ja nur der erste auf. Schauen wir mal, wie gut er drauf ist im 3 plus 1. Ja, klar, aber die Stellung ist ja schon wieder abartig, also ich rate schon wieder nichts. Okay, Martin hat schon wieder zu viel. Martin hat zwei Bauern mehr, okay, jetzt den einen und A3, gut, er kann auch B2 nehmen, aber... Du möchtest sagen, A6 hängt eventuell dran. Stimmt, ja, also ich glaube, er macht hier das Richtige und versucht gar nicht erst hier den Mehrbauern zu halten, sondern möglichst schnell wegzuruchieren. Und dann hat er vielleicht mal mit Springer C5, Springer B6 solche Ideen. Läufer steckt A6, Turm A8. Springer B4. Und nach Rochade dann Springer C6. Nehme ich an. Dann könnte man allerdings Springer C5 machen. Aber der gefällt mir nicht. Jetzt gibt es auch dann immer irgendwie Stress auf. Okay, B4 hängt erstmal, das muss man bedenken. Ja, okay, stimmt. Ja, okay, mach halt BA. Ja, okay, und dann kann es wegkochieren. Das will er ja. Wobei dann vielleicht... Turm B1, ja, Turm B1, der Springer auf B4 ist ja gepestet. Turm B1, A5. Da geht sogar noch, Läufer B5 habe ich dann gedacht. Ja, dann Springer C5, moin. Ja, scheiße, ich glaube, die Dame auf A4 ist ein bisschen im Schilf. Misplaced. Springer B3. Um C5 zu decken. Ja, in den nächsten Zügen kann Martin, glaube ich, hier schnell aus seiner Stellung, die jetzt hier ein bisschen ja doch verklumpt ausschaut, dann hier doch ziemlich gut rauskommen, oder? Was kommt denn jetzt nach Springer C5? Dame A2 oder was? Dame A2 oder Dame B2 oder Dame B2. Na, Dame B2, Springer A4. Moin, moin. Ja, wahrscheinlich Dame A2, ne? Trotzdem Springer A4 wahrscheinlich. Dame B1 ist auch möglich. Ja, aber das läuft ein Läufer E4 rein. Meine ich. Okay, irgendwie vor 3 bis 4 Zügen habe ich noch gedacht, dass... Springer D5? Ist es? Nee, Springer D5, Springer nimmt D5. Scheiße. Springer C6, Turm schlägt. Nee, Springer C6, einfach Springer nimmt B3. Achso, oh Gott, ja, pardon. Deswegen wollte ich nach D5, um noch die Dame anzugreifen. Puh, sehen wir hier den Ausgleich? Dame B1 sagt sich wohl, ja, Läufer E4 kann er machen. Aber da steht er ja eher im Weg rum. Oder hat der Läufer E4 nicht gesehen? Ah, Springer D3 ist möglich. Puh. Komisch. Springer D3 sieht komisch aus. Also lieber Dame A2. Gut, und was kommt jetzt auf Springer A4? Man könnte auch zuerst noch A5 einschieben. Okay, A5 wird wohl Springer D3. Hätte ich nicht geschenkt im Schwarzen. Ja, okay, er hat jetzt halt B1 unter Kontrolle, also sowas wie Turm B1 geht nicht. Dafür kommt er halt auch nicht mit dem Springer hier hin und kann auch nicht so gut mal schnell mit der Dame schwenken. Wir haben jetzt bisher noch kein Match gesehen, wo es wirklich in dieser kurzen Zeit mehrere Züge gab, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Das wurde dann doch beides sehr schnell hergeschenkt, sagen wir es mal so. Der Turm B1, Turm C1 oder sowas? Ja, Turm C1 verhindert Springer C3 leider nicht. Also würde ich von Turm B1 erstmal die Finger lassen. Mhm. Okay, nach Springer C3 wirst du jetzt wohl nehmen und dann Dame D2 spielen.
Und halt irgendwie beten, dass der Laden zusammenhält, aber er kann ja, glaube ich, auch einfach mit Läufer F6 oder so verstärken. Puh. Ich denke, das wäre auch besser gewesen, Marco, als du sagst. Also Läufer F6, einfach entspannt die Stellung verstärken. Also es soll jetzt nicht heißen, dass er hier nicht auch gut steht. Okay, ich hätte ihn mit der Dame genommen. Jetzt Turm D8, was macht er? Ah, ja, Turm so. Schlägt C1 und dann Turm schlägt Turm D8. Nach Turm C1 kannst du immer noch mit dem Springer rausschlagen, theoretisch. Ja, muss wohl, ne? Was machst du nach Turm CD8? Achso, und dann Springer D4, E5. Nach Turm CD8, ich habe vielleicht auch Dame B2. Also nee, Springer D4, E5 hängt. Aber ich kann auf D3 nehmen und dann E5 spielen. Ja. Und dann kommt Dame B5. Ah. Hat er gesehen. Warum hat jetzt eigentlich Martin schon wieder wenig Zeit? Hab ich auch gefragt, Junge. Eieiei. Ach, weiter mit solchen Zügen. Okay, Springer steckt E4, ich habe nichts weniger. Turm B8, Turm B1 noch einschieben. Okay, leider nicht. Okay, das sieht jetzt nach Remis aus. Nicht Dame C3. Okay, oh. Jetzt Chris mit dem Meerborn. Die Partie erinnert mich an diese Partien 2 und 3. Ja. Oha, das war knapp. Zeit. Und jetzt ist die Zeit um. Puh. Chris. Puh. Kommt kein Rematch mehr? Er ärgert sich gerade mega, dass er. Ja, er ärgert sich gerade mega, weil ich habe gerade nochmal in seinem Stream das geguckt und er hat recht. Ich habe auch gedacht, hey lol, das muss doch in der Zeit gewesen sein. Aber war einfach nicht. Er wollte König G7 spielen und dann ist er umgeschwenkt zu Turm D8 und hat das eigentlich mega schnell gemacht und die Zeit war weg. Ja gut, dieses Plus 1 ist halt nicht viel. Das ist aber auch bewusst so gewählt. Dreieinhalb zu anderthalb. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auch schon 4,5 zu 1,5 für Martin stehen. Da bist du jetzt aber hart. Aber es ist so, oder? Das ist schon so. Ich meine, alle Verlustpartien dann auch gewinnen können. Ja, aber das ist halt so der. Die entscheidenden Momente sind das halt. Aber ich glaube, eine ganz andere Sache. Ja. Das könnten die wenigsten Partien sein jetzt im 5 plus 1. Es ist jetzt die sechste, gell? Ja, und das könnte auch die letzte sein, oder nicht? Ah, ja. Let's go, Chris, schreibt Tizi. Ja, läuft bisher. Gerade in den entscheidenden Phasen hat er doch meistens das glücklichere Ende für sich. Aber ja, ich glaube, also das Problem beim der Partie jetzt für Martin war sicherlich nicht, dass er am Schluss König G7 oder Turm D8 nicht mehr machen konnte, sondern 5 bis 10 Züge vorher, als er mit dem Läuferpaar ist einfach ja, die nichts mehr zur Stellung rausgeholt hat. Ja, er hat es ein bisschen überstürzt. Er hat so den Fehler gemacht, den ich auch oft mache, und zwar zu früh abgewickelt. Und zu früh forciert vor allem. Ja. Ich meine, gerade mit wenig Zeit ist es natürlich verlockend, Züge zu machen, wo der Gegner nur einzige Züge hat und wo man dann ganz schnell berechnen kann. Aber in dem Fall war es einfach nicht das Beste. Aber er hatte ja auch eigentlich mehr Zeit. Ja, aber als er dann. In der Entwicklung hat er ja plötzlich wenig Zeit bekommen. Und okay, man muss dazu sagen, das war auch extremes Stellungsglück, hatte ich das Gefühl, dass das alles noch so aufgegangen ist für Chris. Und dass dann noch A5 hing und ja. Ja, ich meine ja so, dass nach E5 noch der Bauer hing und beim Zwischentauschen plötzlich Dame B5 gegangen wäre und. Ja. Das recht. Springer G4? Das ist
eine Idee? Oder ich selbst mal. Und danach E3 rein, oder? Ja. Ja, wäre eine Idee gewesen, aber... Ja, vermutlich keine besonders gute. Ich glaube, das verpufft dann relativ schnell. Ja. Zumal du auch mit deiner Dame und so nicht richtig nachkommst, weil ja da alle Felder belegt sind. Bauer nimmt oder Läufer nimmt? Ich gerne mit dem Bauern. Okay, und profitiert jetzt davon, dass der Springer nicht wegziehen kann, weil dann E4 hängen würde. Vielleicht Springer F5. Springer F5 gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Jo. Ja, okay, ich muss den nehmen, sonst hängt D6. Springer schlägt E4, geht nicht wegen Läufer schlägt E4, okay. Und Springer F8, genau. Weiß nicht, ob das so gut war jetzt, Springer F5. Gut, ach, dann Läufer auf G2, guckt ganz schön, aber jetzt bin ich auf der E-Linie schon gut postiert. Ja, okay, aber wo willst du hin? Okay, Dame D3, Turm E2 ist vielleicht... Springer D5 ist cool. Ja, da. Okay, Dame D3 greift A6 an. Na, den hätte ich auch gemacht. Bereitet auch Turm E2 vor. Also vielleicht jetzt... Ja. Gut, der vielleicht Dame will man aber auch mit... Vielleicht will man auch einfach mal mit G4, G5 stürmen, oder? Ich glaube, Dame E3 ist eine gute Idee. Und dann A6? Dann Springer H5 verstärken. Bin mir nur nicht sicher, ob das ausreicht, weil ich habe dann ja so Sachen wie Springer E2 noch, um das zu halten, aber es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Das stimmt. Und dann vielleicht mit Turm A8. Ja. Vielleicht auch einfach den A6 spucken und jetzt D5 C. Ja, aber D5 hängt dann immer, wenn man beide Bauern vorzieht. Gut, was willst du machen? A5 oder wie? A5 kann es irgendwie nicht sein. Vielleicht ist das. Eigentlich wäre der Moment genau da gewesen, als ich sage, A5 kann es nicht sein, indem A5 kommt. Ja, irgendwie muss man aufpassen, dass man hier nicht zu sehr die Aktivität abgibt, weil... Die habe ich noch, und zwar Springer 8 D7 mit der Idee nach Turm E2, Dame F8 und nach Dame schickt A6, Springer C5. Okay, und nach Springer C5, also... Okay, er spielt D5. Ach so, mit der Idee dann D4. Vielleicht D4, aber nach D4... Der Springer will... Ah, ne? Mach ja Springer E2. Kann man den nicht rausschlagen? Wen? Den D5? Oh. Warum geht es nicht? Ich habe... Nee, ging nicht. Springer nimmt, Läufer nimmt, Turm D8, Turm steckt C6, Dame E2 Schach. Ich habe eine Dame auf D3, gell? Ja. Ach so, okay. Ja, verstanden. Aber warte, du kannst nehmen und dann Läufer G2 spielen, dann mach ich aber Turm 8 D2. Und dann Turm G1. Ah. Ist mir zu hoch. Ist mir zu hoch. Ich glaube, es wäre nicht so gut gewesen. Also man hätte hier noch über Turm E2 überlegen können. Hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Okay, Dame E3. Und jetzt sucht Chris hier. H5, wirklich eine Idee. Springer H5, Dame D3. Springer schlägt G3. Dame schlägt E3, Turm schlägt E3. Schlägt E3. Und dann hängt noch F5 hinterher. Should be fine. Shouldn't. Hier will er nicht. Es wundert mich, dass er nicht wollte. Nehmen. Nimmt er dann zurück oder spielt er dann wirklich Springer H5? Das wäre krass. Okay, Springer schlägt, hat man noch den Zwischenzug, Dame schlägt E3. Ja, ich glaube, damit die 3 hat er übersehen. Okay, aber man kann ja noch Turm nimmt und dann Springer H5 spielen, oder? Ja, ja, muss er wahrscheinlich dann auch, aber... Ja, okay, aber das reicht für mich einfach nicht. Ist ein bisschen dünn. Da hätte er ja lieber direkt Springer H5 gemacht. Zumal du C6 einfach ersatzlos verlierst. Aber vielleicht hat er jetzt Turm E2 noch als Idee. Idee danach? I don't know, genau. Vielleicht macht er Turm D8 und... Also, es kam jedenfalls. Danach vielleicht einfach Turm D8 oder Turm A. Naja, egal was, wohin mein Turm zieht, du machst ja eh Turm C8. Also muss ich wahrscheinlich tauschen. Dann machst du Turm check A2 und dann Turm D2. Gut, vielleicht auch jetzt erstmal A4 oder eher Turm C2.
Na okay, kommt aufs Gleiche raus, wenn ich jetzt auf E2 tausche und dann schicke für 6 Mann. Ach, vielleicht ist mein Depot einfach schon so halb drin. Gut, Springer D5 ist auch ziemlich mächtig. Nimmt D3. Nimmt. Jetzt Turm D1. Und nach D2 hast du... Läufer F3. Ah, okay. Ja, habe ich auch. Und er hat jetzt 2 Minuten, also das... Okay, und Turm auf die dritte. Okay, Turm E3 könnte gehen. Turm E3, König F2, Turm E2. König F3. Okay, jetzt kann er auch C6 rausnehmen. Das hätte ich jetzt, glaube ich, lieber gesehen. Ich glaube hier, er hatte Chris ein bisschen, ja, das hat er nicht so gut gespielt, muss man sagen. Da war auf jeden Fall mehr drin. Und da hat er bessere Möglichkeiten, meinst du? Okay, G5, wo geht der Springer hin? Nach H5. Deswegen hat er selber ja nicht H5 gemacht. König H2 geht, kann er vielleicht Springer E4 machen oder sowas? Also ich glaube, auch hier kann Chris noch gewinnen, weil einfach der Springer so unfassbar unangenehm ist gegen in solchen Stellungen. Ja, wenn der einmal rumnervt, dann geht's richtig los, gell? Also es fängt schon damit an, ich mache jetzt einmal vielleicht H5, dann machst du G5, Springer Jagd, dann mach ich irgendwann H4 und dann wandert mein Springer irgendwann nach G3. Jetzt bloß nicht zu viel Zeit lassen hier. Mein König kann sich ja verbessern und deiner nicht so. Ja, jetzt Springer H5. Und dann F6 oder was? Nee, GF, GH. Wobei, nach Springer H5, Turm F3. Ah, nee, Turm A4 hast du nicht. Ja, dann steht ja ein Turm auf F3. Ah, Läufer C6. Es droht kein Matt. Ich nehme noch einfach F4 raus. Und dann Turm D8, Turm D7, F6. Okay, aber zuerst nehmen. Okay, den Zwischentausch habe ich jetzt aber nicht verstanden. Ich auch nicht. Und jetzt F6, oder? Gut, er hat 4 Sekunden. Ja, F6 kann ich nehmen und Springer H3 spielen. Springer H3 trotzdem und mit den F5 holen. Ja, okay, jetzt muss König H1. Okay, jetzt aber F6. Oder der. Okay, Turm F7, Läufer C4, das muss reichen. Das muss reichen. Turm D7? Turm D7 hängt, was? Turm G7, Entschuldigung. Aha. Jetzt kann es auch vorlaufen. Ja, okay, vorbei. Achso, nicht. Ah, Springer F5, Springer steht G7. Und der Bauer läuft durch, okay. Ja, okay, ja, okay, das war... Wir haben beide den Zwischentausch nicht verstanden auf G5, ne? Okay, dann werden das hier doch 7 Partien. Okay, ich schreibe den beiden schnell. Dass es noch 2 Minuten sind und dass das hier vermutlich aller Voraussicht nach die letzte. Ja, wirklich, ich glaube, wenn er da statt Springer L8 D7 einfach Springer H5 spielt, dann ist das hammerscharf. Und F5 wäre gegangen, ne? Hast du gesagt. Ja, ist ja gut gewesen. Wie bitte? Wann hätte F5? Wann hätte der geschlagen werden können? Ja, wenn statt Springer 8 D7, wonach ja Dame D3 kam, wenn er da Springer H5 macht und nach Dame D3 einfach auf G3 mit dem Springer nimmt, nach Dame nimmt E3, Turm nimmt E3, dann hängt ja am Ende noch sogar der F5-Bauer. Ja, da war jetzt mehr für Chris drin. Ja. Ja, doch, man kann doch den Chat lesen. Die können den Chat in der Partie nicht lesen. Ja, okay, aber danke für den Hinweis. Dann kann ich ihm gleich noch persönlich schreiben. Wie sieht es beim Rest aus? Kann mal jemand in die Partie
Rein, oder Adrian, kannst du mal aus einem anderen Account in die Partie reingehen und schauen, ob du das sehen kannst? Bei Ja. Zuschauerraum. Ja, Chris hat, ja. Ich glaube schon, dass ich kann auch aus einem anderen Quant rein. Ja, gut, ist ja der Zuschauer. Ja. Good chess game, German people, schreibt jemand. Ah. Masterman schreibt, was schließen wir daraus? Wer am Anfang schlecht steht, gewinnt am Schluss. Ja. So ähnlich, ja. Aber du hast recht. Da sieht man, dass auch solche auf dem Niveau die Gewinnstellung nicht unbedingt immer gewonnen werden. Okay. Dann schauen wir mal, wer jetzt besser steht und dann verliert. Aber die letzten Mal haben doch auch die Leute gesehen, wenn sie. Ja, ich glaube auch, ich dachte auch. Schreibst du es schnell im Skype rein, Chris? Ja. Gerade kurze Nachricht nach dieser. Hat hier eine kurze Pause. Ich schätze mal, so 2-3 Minuten werden wir ihm geben und dann geben sie sich im 3 plus 1 die Ehre. Es wird 2,5. Aber es gewinnt meistens der, der irgendwie die Partie nicht so gut steht, ja. Wie heißt das Turnier eigentlich? Das Hobbits Invitational, so haben wir es genannt. Und das hier ist jetzt noch die erste Runde. Das letzte Match der ersten Runde. Der Gewinner hiervon spielt dann gegen Dimitri Kollas. Ich glaube, egal wer das Match hier gewinnt, es wird eine interessante zweite Runde werden. Bin gespannt. So wie es bisher läuft, würde ich Chris jetzt doch die besseren Chancen in den schnelleren Bedenkzeiten zugestehen. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Die Spieler können Ruhm und Ehre gewinnen. Also alle, die hier mitmachen, die machen das umsonst. Was umso bemerkenswerter ist. Und auch echt cool, dass die zwei da mitmachen. Okay, Firuze hat seinen Vorteil verspielt und führt und steht nur noch irgendwie 0,5 besser. Er stand plus 2, jetzt nicht mehr. Und parallel verläuft schon die eine Stichkampfpartie von Porius gegen Giri. Echt? Ja. Was? Warum das? Ja, weiß nicht, um Zeit zu sparen vielleicht. Und wieso nicht? Ich meine, ob Perusia noch dazu kommt, im Stichkampf muss er wahrscheinlich trotzdem von Porius gegen Giri spielen. Es spielen ja nur die ersten zwei, gell? Sicher. Ja. Dann weiß ich nicht, wieso. Vielleicht ist es egal, wie Firuja spielt, da kommt sowieso nicht dazu. Auch moin, Merlin. Kommst hier gerade zum Ende der 5 plus 1 Zeit. Was würdest du hier sagen zu so einem Zug wie F4? Ja, das habe ich auch schon gedacht. Kommt jetzt hier F4, um den Springer zu stützen. Aber wenn man den Springer wegzieht und vielleicht F6 macht, könnte das
nicht mehr allzu dolle sein. Naja. Auf jeden Fall den Springer zurückgezogen. Jetzt muss Martin ein bisschen aufpassen. Und auch die Dame hin. Also Martin hat gerade die Zugwiederholung angeboten und Chris hat sie abgelehnt. Ja. Gut, vielleicht will Martin auch einfach nur mal ein bisschen Zeit. Also hängt er nicht? Weil C6 hängt am Schluss hängt. Weil C6 ja? am Schluss hängt. C6 hängt am Schluss. Okay. Achso, und dann wird er D4 machen. Das deckt den B5. Und versucht. Was ist? PSG hat verloren. Ich habe nur gesehen, dass sie 2-1 geführt haben und jetzt haben sie noch 2-3 verloren. Gegen den Aufsteiger Lorient. Turmsteig F6, Dame F3 Schach. Okay, am Ende geht Dame D2. Am Ende geht Dame D2. Also irgendwie. Ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass gerade das Stellungsglück kippt. Also was Adrian sagt hier, Turm schlägt F6, König schlägt, dann Dame F3 Schach, genau, direkt Dame F3. Okay, nehmen wir an nach Springer H, Springer D. Ne? Ja genau, da geht's nämlich los. Ja, okay, Grave, also die Partie, hier steht er doch übermächtig, oder? Ich weiß gar nicht. Okay, E4 sieht schon krass aus. Oder Läufer E4. Was passiert denn nach E4? Sorry, blick's nicht. Vielleicht E4. Nicht. E4 oben, oder? Kommt C5. Ja, okay, der sieht auch gut aus. Puh. Aber jetzt geht vielleicht noch so Zeug wie Dame schlägt B2. Okay, dann habe ich immer ED. Nee, ED, Dame, D. Aber gut, die Zeit wird es regeln. Ja, wollte gerade sagen. Puh. Lässt jetzt die Zeit ablaufen, oder? Nee. Ah, okay, und am Schluss hat er Dame D2 vielleicht. Turm nimmt EF. Far from over. Ah, EF, König G2, Dame E1, Turm nimmt FE, Springer. Sein Springer schlägt er frei und deckt den Turm auf E5. EF? Nicht? Ich hätte auch erst den gemacht, eigentlich gesagt. Und danach EF. Und dann warte, danach Dame D2. Ja, also er darf jetzt nicht rausnehmen. Ich kann ihn auch einfach nehmen und weg, nehmen und nach F3 laufen oder so. Turm E8? Wieso nicht? Ah, was ist denn jetzt schon wieder mit der Zeit los? Eieiei. Also Marco, ich hätte doch rausnehmen können und dann nach F3. Du sagst, du kannst hier rausnehmen. Moment, erstmal müssen wir schauen, dass die hier keine neue ist Partie. Keine Revanche bisher. Okay, keine Revanche, dann ist gut. Also, es hängt doch am Ende A8, also ich kann doch meinen Turm hergeben, solange ich deinen Turm bekomme. Nein, kein Rematch. Bitte sagt mir, dass ihr kein Rematch macht. König F. Vielleicht hat er ja 3 plus 1 gesendet. Nee, dann wäre es kein Rematch. Cancelled, okay. Sehr gut. Okay. Also weißt du, was ich meine? Ja, du willst rausnehmen. Ja. Dame D2 Schach und dann auf A8 nehmen. Ja, also ich will dann halt nach und die Dame A1. Abgeben. Nach Dame H1. Moin Jonas auch. Okay, und wir haben hier das. Im Fußball hat PSG Paris verloren gegen irgendeine Aufsteigermannschaft. Jetzt bin ich F3, dachte ich. 4,5 zu 2,5. Ja, dann das geht aber nicht, wegen Dame schlägt C1 am Schluss.
Nein, wegen Dame H1 Schach, aha. Ja, hab's aber auch noch mit dem Computer gesehen. Ja, ich sehe es gerade im Stream bei dir. Also Adrian hat vorgeschlagen, hier zu nehmen und dann den eigenen Turm abzugeben und den A8 zu holen, aber hier geht zufälligerweise Dame H1. Okay, und das lässt uns mit einem 2-Punkte-Vorsprung für Chris, der sich jetzt gerade kurz aus dem Bild verabschiedet hat, was ich jetzt auch mache. und dann geht es in 1-2 Minuten weiter. Bleibt auf jeden Fall dran, das wird spannend. Aber um Marco noch zu unterstützen, ich glaube auch, E4 wär einfach gewesen. Einfach. Okay. Dann, du hast die Zuschauer unterhalten, Adrian? Ja, ich habe nochmal dein E4 appreciated. E4 müsste eigentlich sehr gut gewesen sein. 1 statt Turm E5. Hier E4, genau. Das Problem ist, wenn der Springer wegzieht, kommt Dame F6 und der Turm hängt. Puh, ja. Und sobald Chris dann da ist, können wir weitermachen. Der wird dann wohl Martin eine Anfrage senden. Hey, wo sollen die ganzen Zuschauer hin? Leute, es geht doch gleich weiter. Okay, kann weitergehen. Moin H218. Und dann schauen wir uns die 3+1 Session mal aus der Seite von Chris an. Und starten die Uhr, sobald die zwei startklar sind. Okay, die Uhr läuft zwar schon, seht ihr, aber sobald Martin den ersten Zug macht, spielen wir weiter. Wir finden es auch geil. Macht Laune, gell? Noch 140 Hobbits-Punkte und ihr dürft mit dem Buchstaben P eure Sätze beginnen. So, jetzt wird gewertet gespielt. Chris wittert seine Chance. Übrigens, die letzten 2, 4, 5 Partien wurden alle mit Weiß gewonnen. Oh, da gab es jetzt keinen Farbwechsel. Ja, da gab es jetzt keinen Farbwechsel. wie dich der Big Greek dafür so ausgelacht hat. Da war er doch, er hat gefragt, ob es dann immer ein Farbwechsel gibt. Und du so, nö. Also, er muss doch. Also, du so, ja, sollst du schon eigentlich. Also jetzt ja oder nein. Ja, zwischen den einzelnen Sessions haben wir halt keinen Einfluss darauf. Ob es jetzt einen Farbwechsel gibt. Nach den Rematches natürlich schon. Ja, dann musste Big Greek schon hart lachen. Das weiß ich auch noch. Okay, jetzt sehen wir das Ganze aus der Sicht von Chris. Das
so ein dummer, so ein dummer Schlagzeile, die ich gerade gelesen habe. Frisch aus dem All. Das neue PSG-Trikot sieht außerirdisch aus. So eine dumme Aussage, oh mein Gott. Frisch aus dem All. Ey, Reporter müsste man sein, was man da alles für ein Mist schreiben kann. Ja, echt so, Digga. Okay, Turmverdopplung jetzt und dann C5 vermutlich. Läufer B5 ist jetzt noch kein Problem, dann kommt dann einfach C6. Web.de wird gefragt. Also, wenn ich eben nichts erreichen sollte, dann wäre ich einfach Kommentator. Das könnte ich mir stundenlang anhören, Adrian. Nee, wirklich, da kriegt man einfach, da wird man dafür bezahlt, dass man irgendein Bullshit redet. Ja, wir hier doch auch, oder? Wobei, nee, wir werden eigentlich nicht bezahlt. Korrekt, wir werden dafür nicht bezahlt. Wir reden einfach so, wir reden umsonst den Bullshit. Echt so. Die Leute müssen nicht mal was dafür bezahlen, dass sie sich unseren Bullshit und sich den Scheiß anzuhören. Weißt genau. Du, wir reden ja nicht so einen krassen Bullshit. Ich meine, wir reden auch normal, aber bei einem Fußballkommentator, der hält ja zwischen jedem Wort einfach eine Sekunde Pause. Ja, der muss ja, immer abwarten, was kommt. Nee, aber weißt du, wie ich meine, dass sie dann immer plötzlich so eine Pause machen? So an Stellen, da erwartest du es überhaupt? Nicht. So, weißt du, Junge, ich könnte da eskalieren, wirklich. Frisch aus dem All, wirklich. Wir bezahlen dafür mit unserer Lebenszeit, genau. Und ja, Interview kommt noch. Heute jetzt leider nur mit Chris, weil ja Martin selber streamt. Aber ja, normalerweise immer, wenn beide dabei sind, auch immer mit allen, die halt wollen. Aber ganz kurz, wir wurden gefragt, ob wir das Video von Da Costa kennen, der sich selbst interviewt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Hammer, das Video. Hey, mich hat's mega überrascht. Wo ist der hingewechselt? Zu Mainz, ne? Ja. Hab ich gar nicht gereilt. Plötzlich hat er für Mainz gespielt. Er war immer Frankfurter, wieso ist er gewechselt? Wurde er nicht mehr eingesetzt? Ja, weil dann Frankfurt kein Land mehr gesehen hat. Ah, gecheert, sehr gut. 100 Bits für unseren Bull. Ja, okay, wir vervollständigen den Satz jetzt nicht. Vielen, vielen Dank. Siehst du, jetzt werden wir doch bezahlt. Jetzt sind wir doch irgendwie Kommentatoren. Was sind eigentlich diese Cheers oder Bits oder so? Was sind das? Ja, wie Spenden so ungefähr. Ganz grob kann man es, glaube ich, sagen, oder? I don't know. Wie viel ist ein Bit? Bitte ein Bit. Bitte ein Bit. Also es sollte sich hier eigentlich langsam ins Remis verabschieden. Ja, mir missfällt die Zeit von Chris ein bisschen. Kennt ihr das Video Dumme Fragen, Dumme Antworten? Nee, aber das klingt so, als würde mir das gefallen. Das klingt auch so, als gäbe es einfach nicht nur eins. Ja. Weil dumme Fragen gibt es ziemlich viel. Hat Martin selbst abgesagt, kann den trotzdem nochmal fragen. Wir bieten jedem Spieler an, zu uns zu kommen, also mit dem Skype-Ding da. Teilweise machen das auch Streamer, weil sie sich dann auf die Partien besser konzentrieren können. Wenn sie halt nicht noch viel dazu reden müssen. Aber Martin hat gesagt, er streamt selber und also ist ja auch alles gut so. F5, okay, also er will jetzt nicht einfach hier remisieren. Okay, F4, ich wollte schon sagen. Läufer C6, vielleicht dann Läufer B6, Läufer D8. Ich glaube, Läufer G1, H2, G3 ist eine Idee. Okay, Läufer schlägt B5 ist auch. Nee, gerne. Nee. Jetzt B4 und Ende. Ich meine. Remi. Ja, okay, aber immer noch Läufer D8, Läufer B6. Wobei natürlich der Läufer von E7 krass den E1-Läufer dominiert. Jetzt will er wohl irgendwann G5 schlagen, oder? Oder wiederholen sie jetzt Züge? Ja, scheint wohl in die Zugwiederholung ab. Chris will nicht. Chris ist ausgewichen.
Ja gut, vielleicht wieder einfach noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Aber nach König E8 muss er eh wieder zurück. Selbst Läufer E7, ich wollte es gerade vorschlagen. Den kann ich jetzt einfach tauschen, oder? Läufer F7! Läufer F7! Oh! Okay, Läufer ja gehst doch du? den Bauern da drüben Okay, aber eingeschlagen. selbst jetzt soll es noch vermiesern, oder? Ja Läufer klar, C5. aber. Ah! Oh, ja. Eieiei. Das Puh. sind dann solche Taktiken, das kriegst du auch einfach da. Ja. Muss man einfach sagen. Da sind sie da. Da ist er Da ist da. er. Und geht damit auch in der 3 plus 1 Session in Führung. Wow, ja. Da hat sich Martin ein bisschen Aber da mitreißen. muss man auch sagen. Da hat er sich ein bisschen mitreißen lassen. Zu viel gewollt. Und mit dem Schnellspielen sein Zeitvorteil hat er ja dann doch nicht entscheidend ausgenutzt. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich wollte nur sagen, da muss man aber auch Respekt zollen an Chris hier, dass er da einfach weiterspielt. Ich meine, jeder von uns hat da einfach die Zugwiderholung gemacht. Ich meine, in einer ausgeglichenen Stellung mit einer halben Minute weniger. Gegen den 2-7er. Ja. Ja, man kann Martin schon vorwerfen, dass er zu viel übersieht in den wichtigen Stellungen. Ja. Und Chris Ah, doch, zugute das kenne ich. Dumme Fragen, dumme Antworten, das kenne ich. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht mal, wer das war, aber Jerome Boateng war das, oder nicht? Dumme Fragen, dumme Antworten. Ja, kann ich mir richtig vorstellen. Ich habe es gesehen auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Vielleicht war es wirklich Boateng, aber. Schreibt es mal rein, ob es wirklich Boateng war, der das jemand gesagt hat. So, würde mich interessieren. An Masterman. Kann's nicht glauben, dass Chris die Partie gewonnen hat. Ich Ja. kann es echt nicht glauben. Okay, und jetzt haben wir über 80 Zuschauer auf Leeches. Die zwei scheinen wohl die höchste gewertete Partie zu sein, die im Moment auf Leeches läuft. Interesting. Okay, C schlägt D4, Springer schlägt D4. Husa ist Remis ausgegangen. Ja, hab's gesehen. Damit sind jetzt nur Giri und Van Forest im Tiebreak. Okay. Läufer F2. Jetzt sind wir in der Morozi-Stellung, wie du sie immer so falsch nennst. Ja. Strukturen, dass da weiß ich ja mit dem E und dem C-Bauern, dass das Feld D5 unter Kontrolle hat und in den meisten Fällen den Zug D5 eben verhindert. Und Weiß hat hier eben dann 4 Reihen und Schwarz 3 Reihen zum Lavieren. Schwarz hat aber durchaus auch seine Möglichkeiten, insbesondere die Hebel sind eigentlich immer nur auf der schwarzen Seite. Ich komme gleich zurück. Alles klar. Okay, und so langsam sollte Martin mal zurückschlagen. 3 Punkte Rückstand. Martin jetzt mit Weiß. Den Abstand darf er nicht zu groß werden lassen. Dame schlägt A7, geht jetzt nicht, wegen Läufer schlägt B5. Und nach Dame schlägt D7, zieht der Läufer wieder zurück. Heißt, der Angriff auf A7 ging so ein bisschen nach hinten los. Und jetzt könnte schon Springer schlägt C4 gehen. Nee, Springer schlägt C4, Dame schlägt C4, vergesst es. Läufer schlägt B5, Dame schlägt B5. Okay. Zeitlich sind sie beide nahezu gleich auf. Weil damit beide mit einer Minute noch ein bisschen was.
Und jetzt schauen wir mal. Dame E7 quasi so ein, ja, ein Nullzug, würde ich jetzt nicht sagen, aber viel machen tut der Zug auch nicht. Ich glaube, die Stellung hatten wir schon mal, oder? Geht jetzt hier nach Mauzi. Springer B5 und jetzt hängt D6, oder? Springer H3 hat gedroht. Und jetzt D5. Okay, A7 kann er sich gönnen, oder? Um C7 geht nicht wegen Läufer B6. Okay, er tauscht einmal zwischen, wahrscheinlich um D schlägt C4 aus der Stellung zu nehmen. Aber jetzt, warum nimmt er nicht A7 raus? Verstehst du das? Nö. Gesundheit. Dankeschön. Interessant, vertreibt zuerst den Springer. Hat natürlich auch seine Vorteile. Wenn der Hm, Springer der den hätte wirklich, auch gemacht. wenn der Springer den wirklich wegziehen muss. Eieieiei. Das ist keine Stellung, die du unbedingt mit 30 Sekunden auf der Uhr haben willst. Aber Ah, Pat geht nicht. Ich dachte, nehmen wir auf F3 und Dame G2, aber H3 ist gedeckt. Also Idee war EF3 und dann Dame G2, Läufer nimmt, Bauer nimmt, König G1, Springer H3, Matt. Aber das Problem ist, dass die Dame da noch nehmen kann. Puh. Nach Turm C7 kann Springer steckt F7. Ja, F7 hängt E3 das. ist okay. Springer nimmt und dann Turm nimmt, oder was? Okay, Springer nimmt. Springer steckt F7, geht ja auch. Okay, jetzt darf nicht die Dame ziehen, sonst kommt Dame G2. Boah, ja, ist schön, ne? Das wäre wirklich ein schönes Matt. Aber gut. Die Dame hat gezogen. Ich habe Angst, Adrian. Okay, aber jetzt. Nee, Läufer G3 kommt immer F2. König H7 hätte ich auch gemacht. Puh, H4, jetzt wird's luftig. Aber gut, ich glaube Turm D4. Ah, G5, okay. Ah, Chris findet noch was. Und jetzt mit knapper Bedenkzeit wird das Ganze nicht uninteressanter. König G8. Ah, und jetzt Turmtausch. Aber es geht weiter. Jetzt hängt noch A. A8 hängt. A8 hängt. Warum Nehme nimmt ich er nicht auch. A8 raus? Ah, Läufer D3 Schach. Dame nimmt, Läufer E4. Boah. Wieso hat er nicht einfach A8 genommen? Na, beide mit ganz, ganz wenig Zeit. Läufer E3 geht vielleicht. Er kann die Damen tauschen. Dame geht's. Nee, Dame G2 geht nicht. Doch, okay. Und dann König G1. Ja, okay, das. Ah, was ein Match. Was Ich eine gehe wilde das Partie. vorne hinzu. Junge, Puh. Junge. Mit Abstand die geilsten Partien bisher in dem Turnier. Muss man sagen. Sind geile Sachen. Puh, ja, Puh beschreibt sehr gut. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir 90 Zuschauer brauchen. Das ist ja genial. Sehr, sehr gut. Hi, President of DSSP. This one I know. Ja, wer hat die Schuhschachprofis? War ein, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, sollte aber kein Problem sein. Hat mich zu einem, ein Bekannter aus der Schweiz, sagen wir es mal so, der mich zu einem Turnier am Freitag eingeladen hat, bei dem das dann leider nicht für mich gereicht hat, weil ich eine Stunde zu spät kam, weil es noch Abendessen gab. Aber ich habe gesehen, das Turnier wäre ein toller Erfolg. Und ja, freue mich, ihn jetzt hier begrüßen zu dürfen.
Beim Match. Ich weiß es nicht. Also Nathalie kennt ihn auf jeden Fall. Dachte ich, schau mal rein. Ja, also auch bei, wenn du interessantes Schach suchst, bist du hier goldrichtig. Wir kommentieren gerade das Hobbits Invitational, wo wir die stärksten Spieler aus Deutschland und der Schweiz eingeladen haben, die sich dann im K.O.-System gegeneinander duellieren und sind gerade im letzten Match der ersten Runde zwischen GM Martin Krämer, der als Draw the Night spielt, und GM Christopher Neu. Grave Reaper und dann D5. Ihr seht, Chris führt hier 5,5 zu 3,5. Aber, also, was wir an Partien gesehen haben, das war schon Wahnsinn. Mhm. Und das hier passt irgendwie dazu. D4 nehmen D5. Also, abgesehen von der Eröffnung, liebe ich es eigentlich so, die Art und Weise, wie Chris spielt. Immer nach vorne, so immer, ja. Auch hier E4, D5, weißt du so. Ein Bauer, was ist ein Bauer? Ja eben, aber ich glaube, es ist ja auch das Richtige, weil die schwarzen Figuren sind noch nicht so koordiniert. Und das sieht Chris hier als Chance an, den Bauern zu geben, das Zentrum zu öffnen. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, wir spielen ähnlich, aber bei ihm ist es das Richtige. Ich meine, ich opfer jetzt auch ab und an Bauern, aber das geht halt nie. Okay, jetzt die Frage, mit welchem Springer nimmt man den? Vielleicht ist es auch egal, weil er mit beiden... Dame nimmt den von... Ja, Dame nimmt dann Springer F6, ich weiß nicht. Mir gefällt Springer nimmt ehrlich gesagt besser. Wobei, da kommt auch Springer F6. Dann, ah nee, da habe ich Läufer B6 und Springer C7. Wobei, Springer nimmt D5, Springer F6... Läufer B5. Ah, Springer B5, klar. Was ist ein Bauer? Nach Springer F6 bin Springer B6 mit Qualität. Weil der Turm kein Feld hat. Genau mein Humor. Okay. Mein Lieblingsmotiv oder mein Lieblingszug ist sowas wie Läufer D8. Also so nach Springer F6, Springer nimmt E7, Turm nimmt E7, dann so Läufer D8 oder so. Ich liebe sowas. Wenn man als Läufer D8 auf die Grundreihe ziehen kann einfach. Läufer D8, ja okay, aber dann geht glaube ich Turm D7. Bei Wegspiel kommt nicht so viel. Nee, aber ich liebe es einfach, wenn so plötzlich, weißt du, zack, du erwartest ihn einfach nicht. Okay, wir müssen wieder auf die Zeit aufachten. Martin, unter einer halben Minute. Dame A6. Puh. Wer soll die Rettung sein? Läufer einfach weg und Springer C7 unverhinderbar oder sowas. Ja gut, du kannst Läufer D8 machen dann. Ja. Ja. Dann macht Springer B4. Okay, Dame E6. Springer B4, Dame E6. Das ist schon... Boah. Aber es scheint zu halten, oder? Mhm. Und ich meine, im Moment hat dann Bauern mehr. Es gibt eine Fortsetzung oder eine Weiterführung des Turniers. Ja, das müssen wir nachher mal anschauen. Das zeige ich euch dann in der Pause. Aber, ja, wie gesagt, im Moment sind wir noch im Match. In der Pause. Ich glaube, es gab zu gewinnen einen Platz im Simultan gegen unter anderem Christian Bauer und Co. Also, auch für Preise sind gesorgt. Läufer E7 wieder, um Springer D6 so ein bisschen die Kraft zu nehmen. Ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile... Hat Martin so ein bisschen den Chris den Wind aus den Segeln genommen? Mhm. Zumindest in dieser Partie hier. Okay, Springer B3 ist ja schon. Turm D8.
oder der andere. Und dann kann er sich schon überlegen, ob er auf D2 nimmt, Dame nimmt und dann Springer B3 wieder ein bisschen Material runternimmt. Turm C1 oder Turm C2 muss. Wie gesagt, jetzt geht wieder Springer. Er macht direkt. Ah. Schlägt B. Ah, und dann Dame B6, cool. Ja, Turm schlägt E7, Dame schlägt H. Nee, ja, Turm schlägt E7. Dame, Turm schlägt G2 kannst du sogar machen. Und dann Dame schlägt E7. Okay, das. Dame G5. Okay, GG. Okay. Der Turm auf C1 hängt. Und weiter geht's. Das war jetzt wieder so. Ja. Chris stand gut und hatte bessere Zeit und. Ja. Und auf einmal halt nicht mehr, gell? Mhm. Und in der 3+1 Session führt jetzt Martin. Also. Und ich kann dir keine Partie sagen, die langweilig war. Echt ein klasse Match. Weil es aber wirklich beide drauf anlegen, insbesondere Chris natürlich, aber auch Martin schreckt jetzt hier vor keiner taktischen Stellung zurück. Was man ja auch gerade eben gesehen hat, dass er taktisch hier voll auf der Höhe ist. Hier könnte man über D schlägt C5 noch denken, oder? Okay. Jetzt die Frage, nehmen oder nicht nehmen? DC, Läufer E4, Läufer D6. Genau, Läufer E4, Läufer E4, DC und dann hängt D6. Oder anders, also, oder halt zuerst auf C4, C5 nehmen. Okay, jetzt noch die Frage, ob man mit dem Dame oder mit dem Läufer nehmen sollte. Gefühlt eher mit dem Läufer, weil es einem noch ein Tempo beschert. Aber das, der könnte auch immer noch hier in der D-Linie drinstehen, was ziemlich unangenehm werden könnte. Okay, er nimmt mit dem Läufer Dame B7. Turm, ja. Ich habe jetzt Läufer E7 ehrlich gesagt nicht so gut verstanden. Ach so, okay, und will dann einfach auf C5 nehmen. Ja, warum nicht? Hat jetzt hier den Mehrbauern. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Ich hätte einfach den Läufer. Ja, keine Ahnung, ich hätte den Schwarzfelder behalten wollen irgendwie. Wobei, der hilft dir halt im Kampf gegen die Diagonale hier nicht so viel. Ja, schon, aber jetzt hat Schwarz irgendwie seine Türme ganz, ganz nett irgendwie. Turm auf der 5-3 sieht gut aus. Auf der 10 sieht er gut aus. Also ich bin ja auch... Schwarz auf der Ruhe steht sinnvoll, weißt du, wie ich meine? Und bei der, beim Weißen, alles ein bisschen passiv. Turm E2 geht nicht. Turm B1 geht nicht, Turm C3 weiß man nicht, ob man den machen will. Dame D4 hängt am Ende irgendwie F3 so ein bisschen. Und der Mehrbau ist im Prinzip nichts wert. Ja, auf C4. Genau. Übrigens okay. Noch danke, President, für den Follow, Mr. President. Mein Läufer. D5, Dame A6, könnte man sich schon überlegen, ob man da irgendwie bauen. Ja, aber will man doch nicht, oder? Ja, will man nicht haben. Ich meine, du kannst mit Turm... Eher sowas wie Turm F5 würde ich gerne machen. Turm F5, Turm G5. Selbst Turm H5 könnte hier eine Idee sein. G5, G5, G4 oder so. Okay, aber den kann man einfach ausdudeln, oder? Ja, erstmal. Aber dann... Achso, er tauscht einfach die Damen und. Aber ich hätte als Weißer da mit dem Bauern. Ah, ja, dann kommt Turm G5. Und wieder sind wir in einem Turmenspiel, in dem Ben dann nur Schwarz gewinnen kann. Ich komme gleich zurück. Ja. Also, das spielt hier jetzt Chris auf Gewinn, indem er mit dem König rüberläuft. Oder was macht's?
Okay, Martin wartet ab, aber kann jetzt mit H4 schon zurückgedrängt werden. Falls Chris das will. Okay, also ich will jetzt nicht zu. Zu sehr mich hier in eine Richtung hangeln, aber ich glaube, dass das sollte Martin halten. Ja. F4G. Ja, das wird er halten. Hat zwar hier den aktiveren Turm, Chris, aber ich glaube nicht, dass er das hier gewinnen kann. Ja, Martin wartet einfach ab. Und glaube nicht, dass hier noch viel passiert. Oder kriegt Chris das hin, dass er jetzt mit dem König irgendwie rüberlaufen kann? F4. Ah, und jetzt mit dem König rüber. Nicht E3 spielen. Ja, komm. E3 wäre lustig. E3, Turm H4, König F5, Turm Jack A4 und E2. Aber gut, E3 wäre einfach gehangen. Ja, das wollte ich mal. Du hast. Okay, schwenk jetzt den Turm hier. Achso, aber Schach und Turm A5. Okay. Okay, that's it. Habe ich beim Kochen Martins Comeback verpasst? Ja gut, ich weiß ja nicht, wann du weg warst, aber jetzt ist er auf einen Punkt dran. Also so ganz back ist er noch nicht, aber ist schon mal auf halbem Weg. Okay, Chris überlegt jetzt, ob er hier das Remis will. Aber ich glaube, hier ist auch einfach nicht mehr drin. Sonst muss er noch aufpassen. Und jetzt lässt er die Zeit laufen. Wird mit einem Punkt. Und sagt sich, nee, er gibt es Schach noch. Okay, dreimal gleiche Stellung. Weiter geht's. Noch 21 Minuten. Ja, auf. Was ist los? Ich nehme an, Chris hat angeboten, so wie ich jetzt halt in sein Gesicht schaue. Bei euch ist auch noch kein Rematch, oder? Ja, er nimmt auch noch nicht das Rematch an, einfach. Ich schaue gerade seinen Stream, er macht alles Mögliche außer Rematch nehmen. Und er steht auf. Er steht auf. Okay, warte mal kurz. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Ist jemand bei ihm unterwegs? Ja, okay, jetzt hat er angenommen. Hat angenommen, okay. Ja, okay, dann verzichten wir mal auf einen Zeitzuschlag. Eine Nachspielzeit. Auf eine Nachspielzeit, ja. So, wir müssen alles mit S beginnen ab jetzt. Sehr interessanter Buchstabe. Sehr interessanter Buchstabe. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Selbstverständlich halte ich aber S für einen doch recht angenehmen Buchstaben im Vergleich zu anderen, die wir schon bekommen haben, die mit dem Herrn. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Sehe ich genauso. 6 zu 5. Okay, war's. 6 zu 5 steht's. Springer F3, Springer C3, Serie von Martin ist jetzt unterbrochen. Nach 2-7. Witzmäßig gerettet von Chris vorhin. Stimmt. Stimmt. Sabalot. Selten ist es so gut gelaufen wie mit dem Buchstaben, gell? So.
Seine 2-7 hat Martin. Kenne ich hier. Sorry, habt ihr nicht richtig verstanden? Sowas in der Art hier hatte ich selbst schon oft auf dem Brett, nur ohne A6. Schwarz oder weiß? Schwarz. Schwarz tatsächlich. Score von dir? Solide. Solide. Sensationell, kann man schon fast sagen. Sensationell, seid ihr Profis, wird gefragt. Ja, klar. Selbstverständlich. Sind wir. Sag mal, Leute, das macht Laune. So, aber ich glaube, die Minute ist jetzt rum. Hat aber Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Spaß hat's gemacht. Selbstverständlich. Mit uns macht's immer Spaß. Okay. Puh. Der Läufer nimmt F5 und dann Läufer E5 oder sowas. Ja, der Läufer kann ja noch nervig werden auf der Diagonale. Im Moment geht's, glaube ich, noch nicht so gut wegen Springer D7. Und man könnte ihn direkt abtauschen, aber ja. Okay. Adrian, deine Einschätzung. Bleibst du immer noch dabei? Ja, ich meine, man muss sagen, Chris hat ja schon mit 3 Punkten Vorsprung agiert. Aber ja, ich glaube, ein Bullet, da wird Martin Stunde schlagen. Sicher? Sicher. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Okay. Und wenn man sowas nicht weiß. Gerade über einen Buchstaben für uns. Also, eins ist sicher, die 1 plus 1 Session wird hier das Ding entscheiden. Da lässt sich nicht drum rumreden. Ich bin mir nicht sicher. Wenn die ausgeglichen ist, dann kommst du noch auf die letzten 2 Partien an. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich sage, okay, da wird sich jetzt einer schnell absetzen. Die sind beide einfach auf ähnlichem Niveau. Ja, Weiß muss die ganze Zeit ein bisschen so auf Springeffekt D4-Motive aufpassen. Also er darf halt nicht mehr den Bauern zurücknehmen. Ja, genau. Ich habe tatsächlich Turm B4 nicht so recht verstanden. Ich hätte einfach Turm C3 gespielt. Was hat denn jetzt der Turm auf B4, Mensch? Ja, B7 im nächsten rausdudeln. Ja, damit schlägt B7 wäre übrigens gegangen, oder? Ja, aber läuft doch nicht weg, oder? Also außer er macht jetzt sowas wie Springer D8. Also das kann jetzt auch nicht richtig ernst nehmen. Ja, du hast natürlich recht. Hast recht. Da wäre am Ende ja wirklich D4 gegangen. Dame D7, Turm D7, Springer nimmt D4. Madal schreibt, denke, im Bullet kommt er nicht in die Gefahr, überlegen zu wollen, sondern spielt einfach nur die besten Züge und denkt nicht drüber nach. Ja, das könnte tatsächlich ein Vorteil sein, dass du nicht, weil, ja, vielleicht hast du da recht, dass er hier doch versucht, die besten Züge zu finden, was aber ja in diesen schnellen Partien insbesondere nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist. Weil, wir haben ja schon gesehen, es hat ihn dann doch öfter mal nach der Zeit auf der Uhr erwischt. Echt? Ja, hier muss sich Schwarz wahrscheinlich langsam aber sicher vom A3 verabschieden. Okay, aber er kann ja dann vielleicht mal auf H3 reinklopfen, ja, oder? Ja, mache ich halt zuerst König H2. Oh, wollt ihr noch den Stand? Ah, hängt A3 nicht mehr wegen Dame D6 schafft. Wollt ihr noch den Stand aktualisieren? Ja, danke für den Hinweis. Kommt sofort. Ja, aber auf H3 opfern droht halt nichts. Es droht vielleicht langsam, aber sicher auf E3 zu opfern. Aber ich habe mal gehört, doppelte Opfer sind schwierig, weil das zweite muss oft nicht angenommen werden. Okay, aber nach Läufer schlägt H3, G schlägt H3, Dame schlägt H3 und dann Turm schlägt E3, sollte das, glaube ich, schon. Ja, wie gesagt, Turm schlägt E3 muss ich dann nicht annehmen. So.
Ja, aber willst du ihn stehen lassen? Läufer A6. Turm B8. Jetzt Rot B schlägt, nee, B schlägt A6, droht nicht. Jetzt könnte Läufer Schreck H3 langsam unangenehm sein. Vielleicht jetzt Läufer F1 spielen. König F6 würde B schlägt A6 drohen. Okay, G4. Jetzt wird's interesting. Ja, vor allem bei 11 gegen 5 Sekunden. Ja, deswegen sage ich es ja. Okay, nimmt H3. H3 kriegt er nicht wieder zurück. Turm weg, Turm, ah, Turm G schlägt H3, Turm G6 und dann Turm G3. Ja, reicht. Wow. Junge, und dann Turm H8. Und dann Turm H8. Quatsch. Zeit. Zeit. Huiu. Junge, das war... Ausgleich. Ausgleich. Der A6 war Mut, also übermütig ein bisschen. Läufer F1 und den Mehrborn einfach stabilisieren. So. Das war Quatsch so. Puh. Okay, Amadal, wenn du recht hast, dann mach, also, ja, dann freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Was ist los mit Martin? Vielleicht nimmt er sich nach jeder Partie noch so ein Minütchen Zeit, um den Chat zu beantworten oder so, I don't know. Kann auch gut sein. Aber ich glaube, ich schreibe mir jetzt lieber persönlich, wenn es dann. Und wir haben den Ausgleich, 6 zu 6. Ja, das ist nicht an mir vorbeigegangen. Der Trend geht zu Martin eher. Was hat er gemacht? Ist dir dann, schlecht? Du hast schon wieder eine Minute weniger. Kannst du nicht einmal eine Partie haben, in der du nicht eine Minute weniger hast, Nathalie? Nein. Ich guck doch immer so bei Zug 20 oder so. Wo bist du jetzt? Im 22. Da. Hat man höchstens eine Minute überlegt, nicht eine Minute weniger. Nee, aber nee. Und Van Forest gewinnt anscheinend. Tat das dir? Mhm. Ich würde ja sagen Heimvorteil, aber Giri ist ja auch Holländer. Puh. Selenus. Danke für den Follow. Ja, das ist schön. Und cool, dass du dabei bist. Das erste Mal dabei. Vielleicht sogar ja Zuschauer von Martin oder Chris. Ja, das erste Mal dabei. Okay, dann kommst du zu einem der interessantesten Matches, die wir hier. Primetime. Und da noch zur Primetime, genau. Wir spielen jetzt hier schon seit knapp 2 Stunden. Nee, seit mehr als 2 Stunden. Gegeneinander die zwei. Und ja, im Moment steht 6 zu 6. Sie haben jetzt gerade 5 plus 1 und bald auch 3 plus 1 die Zeiten schon abgearbeitet, sage ich jetzt mal. Und dann kommt nur noch die Bullet Session, in der sich dann, so wie es ausschaut, alles entscheiden wird. Wer eine Runde weiterkommt, wer dann im nächsten Match gegen Dimitri Kollas spielen wird. Und ja, wie es gerade eben schon gesagt hat, der Trend geht ein bisschen zu Martin. Der jetzt aus den letzten 4 Partien 3,5 Punkte holen konnte. Chris muss aufpassen, dass hier nicht noch mit einem Rückstand in die Bullet Session geht. Okay, König H8.
Ach, Springer G5, okay, er muss ja eh nehmen. Da habe ich König H8 jetzt eigentlich nicht so verstanden. Schlägt G, lässt sich die Dame auf dem Brett. Und dann vermutlich mit Läufer G4 und so. Weiter anzugreifen. Läufer schlägt H5, G schlägt H5. Ah, aber das spannende Finale. Giri gegen Van Forest. Da hat ja Van Forest gewonnen, gell? Ich habe nur nebenher gerade auf Chess24 die Schlussstellung gesehen und da steht ja Giri klar auf Gewinn. War das dann wegen der Zeit oder so? Oder was war los? Lol. Also ich habe gerade eine Nachricht bekommen, was passiert ist im Stichkampf. Es ging ins Armageddon. Ja, das habe ich gesehen. Giri war weiß und muss gewinnen. Und erst steht er besser, dann Ausgleich und dann blandet Van Forest zuerst den Bauern und noch einen Läufer weg. Und in absoluter Gewinnstellung überschreitet Giri dann die Zeit. Autsch. So habe ich zumindest jetzt gehört, ja. Selenus, kannst du das so bestätigen? Apropos absolute Gewinnstellung, ich glaube, hier steht Martin schon wieder sehr gut, oder? Ja, wobei König G7, H6, bin mir nicht so sicher. Ja, ich wollte eigentlich G4, Springer F5 spielen. Das war... Aber noch eine Sache zu ergänzend, Ali hat noch hinterher geschrieben, Giri hätte nur noch 2 oder 3 Züge machen müssen, damit er Inkrement bekommen hätte. Oh. Stimmt, da kriegt man am Schluss noch Inkrement, gell? Nach dem 60. Ja. Oder? Ja. König G7, jetzt kommt wohl der nächste Turm. Turm H1, genau. Und jetzt Damentausch. Das wird ein Spiel auf zwei Ergebnisse, nicht auf ein Ergebnis, sonst hätten sie es gleich lassen können. Sicher. Schau mal auf die Zeit. Ach so. Der König nimmt, oder? Ja, Bauer nimmt, hat auch was. Bauer nimmt, vielleicht. Stimmt, du hast recht. Der Bauer nimmt. Zuerst so, ja, König nimmt, oder? Bauer nimmt, Bauer nimmt, Bauer nimmt. Okay, jetzt muss Turm H8. Ah, warte mal kurz, nee, muss nicht, weil Turm H2 ja nicht geht, wegen Turm schlägt F3. Okay, verstanden. Ah, Adrian, du hast recht, die Zeit. Stimmt, Chris will ja eigentlich gar keinen Turm tauschen. Turm H8? C5. Selbst C5. Achso, nach C5, BC5 wird er den Turm direkt auf der offenen Linie halten. Jetzt vielleicht den Läufer wegziehen? Sonst geht C schlägt D6, Turm. C7. Okay, nach A4 ist noch besser. Da steht ein bisschen aktiv, ja, und verhindert Turm C2. Okay, Läufer B5. CD. Na, Läufer B5, Turm B1. Oh. Okay, jetzt geht Turm B2, oder? Springer A5, okay. Spannung. Zeit bei beiden inzwischen. Ja, Turm C7. Turm B2. Tausch und A2 hängt. Und dann holt er sich C7 ab. Wow. Mattmotive. Matt, oh, Mattmotive. Matt. Springer D8. Krasse oh, Kiste. Feuer. Hast du es gesehen? Nee. Okay. Damit geht Martin... Erstmals in Führung, glaube ich, oder? Ja. Und wir sind die erste E4, E5-Partie, oder? Ja, ich glaube, Christopher will jetzt was ändern nach den Niederlagen aus den letzten 5 Partien. Ja, wird auch langsam Zeit hier.
muss jetzt auch was ändern, weil das gegen den Taktikfuchs Riss, genau. Aber ja, König F6, es sieht erstmal ja, wagemutig beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe es auch nicht gesehen auf die Schnelle. Aber Springer D8 und um Springer F8 wäre, glaube ich, auch gegangen mit Springer H7 matt. Naja. Beschert ihm die erste Führung. Ja, da muss der Chris erstmal Taktikaufgaben lösen. Ja, okay, das ist natürlich jetzt nicht so mit der Zeit auf der Uhr. Ja, klar. Da, ne? Springer F4 geht jetzt, Springer schlägt E5. Ne, geht nicht wegen C5. Vergesst, was ich gesagt habe. Okay, und wir sehen an der Zeit noch 2,5 Minuten. Das wird, nehme ich mal an, die letzte 3+1-Partie sein. Wenn sie es wieder so ausreizen wie eigentlich immer, oder? Also ich kann mich noch an keine... Die war eng. Auch mit der Zeit, die war richtig krass, als die Chris die Dame, den Turm weniger hat, aber 4 Bauern, die den König in den nächsten 3 Zügen matt setzen können, so ungefähr. Genau, kennt dieser Chris eigentlich dieses Puzzle Rush? Den nehmen. Nimmt alles raus und zieht jetzt den Läufer vermutlich weg. Läufer B3 könnte so das Problem haben, dass D4 geht. Jetzt selbst D4? Ich würde gerne den Bauern auf D5 auf Weiß lassen, aus weißer Sicht. Weil das den Läufer einengt und ja. Das könnte dann so die Schwäche sein, auf die man irgendwann spielen wird. Aber alles leichter gesagt als getan. Puh. Die Welt steht hier besser. Vermutlich ein bisschen weiß, oder? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, jetzt auf jeden Fall, aber na, die Frage ist halt, ob halt viel drin ist. Na, wobei, wenn er jetzt zu Turm B6 kommt, Turm C6 sollte er wohl nicht machen. Weil ich glaube, der gedeckte, also der A-Freibauer, der ist dann doch auf Dauer zu stark. Springer F5 vielleicht. Springer F5 gefällt mir. Ja, Springer F5. Adrian, dass du hier Springer F5 nicht appreciates, das ist ja Wahnsinn. Kein Problem. Aber Springer F5 sieht stark aus. Na okay, vielleicht geht dann Springer E4. Ja, okay, sogar wenn, dann macht er halt Läufer B3. Ah, er verhindert Springer E4 und will jetzt dann Springer F5 machen. So kennen wir ihn doch. Die A6 vielleicht? Ja. Ja, Martin macht es clever. Nimmt hier einfach die Stärke von Chris weg. Okay. Schreibst du es noch bei Skype rein, dass die Zeit um ist? Okay, ja. Okay, also er hat jetzt hier König F2 gespielt, weil er gesagt hat, okay, wenn du den A5 kriegst, dann kriege ich den B7 dafür, später, nach dem Tausch. Und ja, jetzt sind sie in dem Endspiel hier gelandet. Ich glaube nicht, dass hier Chris noch viel rausholen kann. Hm.
Springer B3 und wie geht's dann weiter? Er kann im Moment nicht so gut auf A5 nehmen, weil dann Springer B6 kommt. Das will ich noch gesagt haben, genau. Jetzt nehmen und dann Springer B6. Gefällt mir. Okay, und jetzt wenig Zeit. Das wird interessant, wie er jetzt reagieren wird. König F7, Turm D8 oder wie? Ah, jetzt Turm D8? Mhm. Ja, okay, und dann Springer C8 kommt doch. Turm D4. Und jetzt Turm A4. Ah, okay, es droht Springer C6. Springer C8 geht es nicht mehr. Turm F4 ist interessant. Turm F4, Turm E4. Muss wohl, oder? Ah, nee, er macht Springer D7 zuerst. Ah, und dann Turm F4. Und dann vielleicht sowas wie Turm F8. Ja, gefällt mir. Turm F8 und dann Turm wegziehen. Nee, Turm F8 und dann Läufer D3. Oh. Ja, und jetzt E4. Und dann den Springer halt weg. Ja, okay. Okay, das ist klar, ne? Ist klar. Turm F7 müsste sein, ja. Ja, okay. Okay. Stark. Puh. Genau, da hat der gute Martin aber mal ein schönes Comeback hingelegt. Aber jetzt ist kurz Pause. Und dann. Der Rematch of Ascent und cancelled, okay. Noch eine halbe Stunde, 1 plus 1. Ui, ich bin hyped, ich bin hyped. Also, 1-2 Minuten Pause und dann geht's weiter. Bis gleich, Leute. Okay. Was ich unter der Kamera suche, ja, da ist ein Handy. Sorry. Zusatzfeld hat auf Unentschieden getippt. Ja, das bringt uns doch. Ich stelle euch einfach die gleiche Frage nochmal. Dieses Mal könnt ihr sogar Kanalpunkte verwenden. vorher sage ich. Übrigens, die Feinwertung war scheinbar Sonneborn Berger. Hm. Und da hat er aus irgendeinem Grund halt Firuzia die Nase hinten. So, ihr habt 2 Minuten Zeit. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Also, ich schreibe den beiden noch. Falls Gleichstand ist, werden die zwei nochmal ein Minimatch 1 plus 1 spielen. Wie lang? Oder, ja. Zwei Partien, einmal weiß, einmal schwarz. Und ja, ihr seht jetzt, wer glaubt, ihr gewinnt das Match? Chris oder Martin? Ich bin gespannt. Setzt Kanalpunkte so viel ihr wollt.
Und ja, dann schauen wir mal. Herausforderung gerade nicht. Wer sich das Ganze holt. Also im Endeffekt, jetzt wird die 1 plus 1 Session das ganze Ding hier entscheiden. Ob Rainer schon gespielt hat. Rainer hat schon einmal gespielt, die erste Runde. Und hat sich durchsetzen können gegen Sebastian Bogner, war es, ne? Ja. Und spielt in der nächsten Runde gegen Ilja und das schon am Donnerstag. Genau, Donnerstagabend, 19.30 Uhr. Am Dönerstag. Okay. Ich glaube, Chris fordert ihn heraus und dann geht's gleich los. Ich bin gespannt. Es wird auf ein Herzschlagfinale getippt. Oh, Kinder. So, dann machen wir das Ganze wieder aus der Sicht von Martin. Puh, kann losgehen. So, D4 was played. Oh, Bulletzahlen 2801 gegen 2601. Und 30 Minuten 1 plus 1. Sehr gut, da kommen die Follows rein. Die Ergebnisse kann ich jetzt leider nicht aktualisieren, aber ihr seht das alle hier unten. Also bei 7-7 hat es angefangen. Das könnt ihr uns einfach merken. Und dann könnt ihr ja selber dazu uns denken. Wenn ihr wollt, kann ich die Bullet-Dinger als nachtragen, aber das Ding ist, dass ihr dann die Züge nicht seht und beim 1 plus 1 kann man das nicht verkraften, wenn man da mal 10, 15 Sekunden weg ist, weil dann direkt wieder 20, 30 Züge gemacht sind. Also Halbzüge. Okay, F5 ist jetzt ein Riegel vorgeschoben, beziehungsweise war es auch schon ohne G3. Weil nach zweimal nehmen. Das ist das Problem, wenn man das nach doppelt nehmen, G4 die Figur gewinnt. Genau. So ähnlich habe ich meine Born einfach eingestellt gegen Julian Wöls bei der DLM. Ich habe F5 gemacht, dachte so, ich den Nice hat rausgenommen und ich habe gecheckt, fuck, kann ich ja gar nicht zurücknehmen. Seitdem habe ich gegen Julian bei der DLM dann Remis gemacht. Und mein Vater dann, spiel doch raus. Ich so, du hast doch gesehen, was passiert, wenn ich ausspiele. Okay, jetzt geht F5, weil Weiß eben kein G4 G-Born mehr nach auf die vierte Reihe stellen kann. So, jetzt haben wir es. E5 ist eine Idee. Danach würde ich gerne sowas wie Dame H4 oder Dame F6 spielen. Dame F6 ist eh eine gute Idee, denke ich, weil greift den Turm auf A1 an und bereitet die Infiltration von Turm B2 vor. Die Infiltration. Okay, wenn ich nehme, hängt immer C5. Okay, er nimmt zurück auf E5. Hätten wir ja auch auf C5 nehmen können, wollte gerade sagen. Dame H4 ist doch interessant. Okay, Läufer schlägt F8, scheitert jetzt an Dame, schlägt F2. Okay, boah, Adrian, ich freue mich so auf die Matches hier. F6. Das wird ja der Hammer. Das ist anders. Den Springer nimmt D3. Springer nimmt D3, Dame nimmt. Springer F4, Junge, mein Gehirn schaltet sich gerade irgendwie aus. Springer G4 ist eine Idee. Aber jetzt kann ich doch D3 nehmen. Warte, jetzt kann ich doch D3 nehmen. Am Ende hängt F4, oder nicht? Ja, F6 hängt auch. Ja, es hängt ein bisschen was. Oh, da, Springer G3, Dame schlägt H2. Geht leider nicht, weil... Boah, Kinder! G5? Nehmen und Schumpflick hat 2 Matt. Schumpflick hat 2 Matt. Nein! Jetzt war Martin 1! Ah! Ah! Ey. Was geht denn hier ab? Ja, da gibt's kein Wenn und Aber. Das muss er sehen, ja. Die 4? Junge, es geht. Turm E4! Turm E4 Schach! Junge! Turm E4 Schach! Jetzt aber! Okay. Oh, Junge! Oh. Junge. Ey, wenn das die Aussicht auf die Bullet-Dings sind, dann... Oh, Kinder! Junge, aber weißt du, wir haben doch die ganze Zeit nur auf das Matt auf H2 gehofft und dann hat er die 2 Sekunden verstreichen lassen und setzt das Matt nicht. Oh. Junge, 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 Junge.
Abgeht die Party und die Party geht ab. Er hat mir auch einfach gegrinst, ne? Da hat es ja dann auch irgendwann gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann hier den Bildschirm nicht wechseln. Ja, krass, ey. Oh. Puh. Na, ich muss erstmal wieder runterkommen. Martin hat hier eine halbe Minute schon fast weniger. Sollte sich also ein bisschen ranhalten. Die Zeiteinteilung von Chris gefällt mir sehr gut. Also von Martin auch, aber jetzt insbesondere von Chris. Im Vergleich zu den anderen Matches. Okay, Läufer schlägt G4, wäre auch Läufer schlägt H2 eine Idee gewesen. Ich will es nur gesagt haben. Oh, ich glaube, hier wird geblandert, oder? G4 hängt und es droht H3. Dann Dame E8, Dame E8 würde noch gehen. Aber H3 und der E5 hängt. Ja, eben, aber Dame E8 wäre noch gegangen. Dame E8, aber es ging doch G4. Ach so, oh, scheiße, Entschuldigung. Ja, hast recht. Nehmen E5, nehmen Figur mehr. Ja. Feierabend. Turm D4 muss nicht mal, aber kann. Turm D4 läuft D2. Du kannst einfach D5 rausnehmen, oder? Ja, das gewinnt ja alles. Er hat sogar mehr Zeit. Puh. Ende in de Gelände. Turm D4. Okay, Turm D4. Habe ich jetzt nicht verstanden. Der erste Bitte macht das nicht auch noch spannend. D4? Hier. Der Turm schwenkt. Adrian. Eieiei. Was geht denn hier jetzt ab? Es gibt das sogar. Adrian, es wird wieder spannend. Darf doch nicht wahr sein. Ich denke auch inzwischen. Ja, zieh einfach, Junge. Ich geh 2 oder so. Komm. Das gibt's doch nicht. Turm B1. Turm B1, Junge. Jetzt Dame F3. Turm B1, schwach. König G2. Der ist auch gut. König G2 oder direkt D5 nehmen. Ja, aber Turm E1 wäre doch jetzt gegangen, oder? Ja, dann geht doch immer nach... Ja, jetzt nicht mehr, weil die Dame auf F5 steht, aber sonst wäre Dame E4 Schach gegangen. Dame E4, Dame F3. Ja, aber es ist ja nur menschlich, dass die auch Dinge übersehen. Dann tausch doch jetzt die Türme auf D7, Junge! Okay, und dann Turm A4. Na, aber ich glaube, das macht Chris jetzt, oder? Es ist ja nur menschlich, dass die auch Sachen übersehen. Schach. Läufer F4. Warum nicht F6 mitnehmen? Nein. Ja, um G3 okay, noch was überdecken, kann ich schon verstehen. Das Junge, reicht, Junge, okay. Das kann man auch so reden ans Ende spielen, mein Freund. Ah, 9 zu 7. Puh. Benoni means Sound of Sauron. Yeah, but I mean... Puh. Glaubst du, das setzt sich jetzt sofort, dass Chris immer weiter... Ja, Chris, marschiert. Ich mein, bisher Chris stand auf Gewinn, hat es verkackt, es wird nicht ausgenutzt, Chris gewinnt. Das okay, macht mir Mut, dass ich vielleicht kein ganz so großer Versager bin, wenn es bei solchen Leuten auch so läuft. Ja, wobei, der gewinnt dann da am Ende. Ich wollte gerade sagen, er hat zweimal hier jetzt einen 2-8er geschlagen, also das spricht ja jetzt schon für ihn. Okay, aber theoretisch ja auch eindeutig, bis zu dem Zeitpunkt, als er es verkackt hat. Alter, das ist Martin 1 mal nicht gesetzt, oder? Als er mit der Bärfigur plötzlich noch hat was anbrennen lassen. Genau. Jetzt F4 und dann Läufer F3. Mir gefällt hier Martins Stellung. Okay, Läufer C4 sogar. Ich glaube, er wollte irgendwie E4 nehmen. Ja. Macht er jetzt auch. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen oder so. Ja, Läufer A6 kommt noch in Frage. Stimmt.
Der okay, hat aber nicht gewusst, dass er mir zuhört. Und danach Dame B8. Springer schlägt D6 vielleicht? Ja, okay, aber dann nehme ich halt raus und dann. Ja, dann nehme ich auf C5 noch mit. Hä? Springer schlägt. Oh, E5. Leute. Okay, taken, Springer schlägt D5 oder direkt Springer schlägt D5? Okay. I didn't see. This is coming. Aber jetzt geht Dame schlägt C5 vielleicht. Mhm. Turm schlägt D5. Leute. Dame C7? Dame C7? Ja, Läufer schlägt D5. Turm E8? Puh. Und man beachte die Zeit. Time's a factor. Dann F5. Irgendwie ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der hier blandert, oder? Springer F2. GG. Ja. Es droht matt. Okay, ja, Zeit. Okay, also ich glaube, im Bullet hat Chris dann doch einfach die Nase vorn, trotz der Bullet-Zahlen. Okay, jetzt habe ich es gesagt, vielleicht kommt jetzt so eine krasse Winning-Streak von Martin. Aber das ist, glaube ich, auch der Zeiteinteilung geschuldet. Ja. Ja gut, aber schon die ganze Zeit, oder nicht? Ja, aber jetzt gerade in der Bullet-Session fällt es halt besonders auf, wenn... Ich glaube, es war jetzt die letzten zwei Partien auf jeden Fall, als Chris halt noch mit einer Minute da war und Martin noch mit 20, 30 Sekunden. Ja. Und dann, ja, es ist halt irgendwie nur noch eine Frage der Zeit, bis... Also das waren auch alles taktische Gemetzel. Jetzt ist ein bisschen ruhiger, das Ganze. Ja. Okay, C5 ist jetzt so die klassische Reaktion. Ja, ich glaube, aber... Hier steht Schwarz gut. Du willst ja nicht den D5 rückständig lassen, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Also ich mag C schlägt B. Ja. Und dann Springer B6, Turm C8. Aber steht dann Schwarz auch wirklich gut? Ja, warum nicht? Ich hätte Springer C4 vielleicht gemacht. Jetzt ist Springer C4 nicht mehr so stark, weil Springer D2 und Springer schlägt F3 jetzt nicht mehr möglich sind, wenn der König hier schon steht. Aber immer noch. Hier muss er gut stehen. Das ist im Bullet echt brutal, wird geschrieben, ja. Da hast du recht. König E6, Turm A4. Springer D6. Und jetzt will Chris hier mit B4, B5 agieren, oder? Martin hat hier F4 gedroht. Jetzt kann Chris auf F4, E4 spielen. Okay, und wir haben noch 17 Minuten zu spielen, also... Ja, was haben wir jetzt hier so hinbekommen? 8 Partien Bullet ungefähr, oder? Nee, 9 oder 10 waren es. Echt so viel? Ja. Gut, bei Leon gegen Jan Christian glaube ich auch 13, 14. Ja, die konnten nicht genug kriegen. Okay. Turm nimmt, Bauer nimmt und dann Turm zieht. Ja, Turm schlägt B2 geht dann nicht wegen Läufer schlägt C4. Läufer schlägt und D5 Schach. König D6, König D6, weiter, König D6. Ja, König schlägt und dann Turm C6. Aber hier steht Schwarz gut. Ja, ja. Hier muss Schwarz gut stehen. Okay, aber jetzt laufen meine Bauern verdammt schnell. Okay, den hätte ich nicht gemacht. F4, F5. Okay, noch ein Tempo. König F3, noch ein Tempo. Und jetzt Turm schnell hinten dran. Und Ende. F4. Na, Ende nicht. Ja, doch, komm. Dame gegen Turm bei 14 gegen 12 Sekunden, 14 gegen 6 Sekunden. H6 liegt, ich habe noch einen Bauern übrig. Das ist Ende, mein Freund. Stell nicht die Dame nach D3 und stell sie dann da ein, bitte. Lauf endlich mal mit dem H-Bauern, Bruder. Turm B3.
auch jetzt nicht irgendwie Turm B4, Turm B4! Ich hab gesagt, nicht Turm B4 blandern. Junge. Nehmen. Eieieiei. Digga, das muss er sehen einfach. Er muss doch die Gefahr spüren. Ist verliert er. Dame B2, fertig. Und der Abwehr läuft. Oh je, Mine. Oh, Kinder. Das muss er sehen. Also kein Wenn und Aber, oder? Ah, meine Nerven. Ja, du hast recht. Also das... Also das muss er sehen. Er muss einfach die Gefahr spüren. Die ganze Zeit lass doch die Dame weit weg vom König und lauf einfach mit dem Harborn durch. Nichts passiert. Und dann lässt er sie ausgerechnet auf der vierten Reihe. Das muss er sehen. Sorry, aber... Ja, du hast recht. Die Gefahr muss er sehen. Ich glaube, nach A5 ist es tatsächlich schwierig zu sehen, weil du ja A5 jetzt auch die Intention hat, mit den Bauern zu laufen. Ja. Aber du hast völlig recht. Das ist ja das einzige Ding, wie er das eigentlich noch einstellen kann. Ja, das ist brutal spannend, Leute. Herzschlagfinale. Weil du es gerade gesagt hast, es ist schwierig zu sehen, weil es eine andere Intention hat. Das hat man auch als Kind perfektioniert. Diese Art und Weise, auf Fallen zu spielen, aber man will eine Falle aufstellen, die aber noch einen anderen Sinn hat, dass der Gegner es vielleicht noch eher übersieht. Genau. Dass der Gegner denkt, der will damit ja das und das machen und damit die eigentliche Falle nicht sieht. Genau. Junge, ich glaube, Chris ist gerade echt gefrustet durch diese Niederlage. Das könnte voll der Gamechanger werden. Das stimmt. Vielleicht schauen wir in 15 Minuten zurück und sagen, ja. Digga, es wäre ein 11-7 gewesen. Ja. Die Gesamtpunktzahl können wir jetzt nicht, immer wenn wir nämlich die Punktzahl verändern, dann seht ihr kurz nicht, was hier abgeht. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, die Gesamtpunktzahl seht ihr immer hier unten. Läufer D8, Läufer C8. Oh, der ist auch gut. Und dann Läufer C8. Und dann Springerschick B6 und der A8 ist gedeckt. Oh, weia. Okay, jetzt Läufer C5, das ist so klar. Oder auf E4 nehmen. Nee, aber Schwarz Läufer... war die ganze Zeit schlechter und jetzt hat er eine Qualle mehr für zwei Bauern. Läufer C7. Läufer D6 hängt der aber D3. Wo? Jetzt, Läufer D6, wie verhindert man sowas? Turm E8. Okay. Ich bin ja voll im Modus, ne? Nicht nach C6? Ich gerade mit wenig Zeit versuchst ja solche Züge zu verhindern, wo du dann noch auf gleichen Diagonalen stehst oder so ein Scheiß. Ja, okay. Gut. Ein Läufer abtauschen. A2 hängt. Okay, aber nach Springer C5 kriegst Springer C2. Okay, ich krieg A6. Okay, er will A6 nicht. A5. Der A5, oder? Okay, nehmen. Jetzt Turm D6, oder? Nicht? Läufer B5 und dann A4, okay. Er hat den Turm getauscht. Ja, okay, das geht wahrscheinlich jetzt langsam Remis aus, oder? Ja, okay. In sowas kann A5, H4 noch eine Idee. Ja, aber... H4, H3 dann. Wo läuft denn das hin? Oh, jetzt ist aber G3 schwach. Turm D3, okay. Kam nicht. Wieso kam denn nicht Turm D3? H5 fängt, okay. H5? Boah. Wow. Vielleicht könnten wir jetzt auch A5, A6 spielen. Warum sage ich's? Jetzt muss A6. Ja, gewinnt es eher. Jetzt die Frage. Okay, Junge, die Zeit. Boah. Holt er sich H4? A7 ist doch durch. König B6 und dann Läufer A6. Läufer A6 fertig. Turm B4 nach Läufer B5. Comeback! Puh. 10-9. Das ist quasi schon das zweite Comeback von Martin.
War gerade eben schon mal hoch hinten und jetzt auch. Adrian, das ist ja brutal, was die mit uns machen. Das, ja. Und noch 11 Minuten zu spielen. Ja, er kann ja krass mit plus 1 zocken, das stimmt. Also, klar, okay, man, das. Auch wenn die Leute jetzt schreiben, war da nicht schon Borbeck mit Dame C6? Egal. Auch wenn die Leute jetzt schreiben, ja, Martin ist echt krass im Zocken und so. Ey, in den Partien gerade hat er ja Hammer Glück gehabt. Er kriegt gerade das ganze Glück zurück, was er in den ersten 3 Partien nicht hatte. Das stimmt. Das muss man doch einfach so sagen. Läufer nimmt Springer E5, ist eine Idee direkt, ja. Und man muss dazu sagen, er liegt immer noch hinten. Also. Ja, aber trotzdem, das war das Dame gegen Turm, das muss er einfach gewinnen. Ja. Aber ich glaube, er holt sich jetzt hier den Punkt zurück. Ja, zumindest die Zeit sieht schon wieder mächtiger aus. Den hätte ich vielleicht sogar nicht mal gemacht. Dame schlägt und Turm C6. Ich verdicke ganz gut gerade die Sache. Wäre noch schöner, wenn Chris auch gewinnt. Keine Sorge, Adrian, beide sind krass. Puh. Puh, puh, puh. Das beweisen übrigens auch die Zuschauerzahlen im Moment. Hi an alle, die da sind. Springer schlägt die 6, kommt bis Turm C1. Ich möchte nur sagen, Chris hat über 35 Sekunden mehr. Das stimmt, aber im Moment hängt B3. Ja, aber D6 und D5 gehen verloren. Das muss gut sein. Ja, dass er gut steht, ist klar, aber er stand auch schon die letzten dazu. Ja, direkt, ja, okay. Ist die auch letzten gut. Partien ganz gut, okay. Und Martin ist wieder im Zockermodus. Springer G5, Springer F3 vielleicht? Also ich hätte einfach den Springer mal eliminiert. Den Springer kann man doch nicht am Leben lassen. Jetzt stellt er safe irgendwie mit Springer F3 E1 so irgendwas ein. Gefällt mir gar nicht. Turm C6, Turm C6, oder? Der hängt! Läufer B7 hängt doch! Oh! Digga, Chris. Boah! Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Puh. Tausch endlich mal den Springer raus, bitte. Der macht mich so kirre. Ich hätte vorher schon den Springer raustauschen müssen. Oh, Zeit! Ha. Puh. Martin will auch Chris' Gesicht sehen, als er den Läufer einstellt. Oh. Okay, einen Moment. Noch 8 Minuten. Das bedeutet noch 2 oder 3 Partien. Also Chris führt jetzt mit 2 Punkten. Da muss Martin jetzt liefern. Die Stellung hatten wir gerade eben auch schon. Die also eins kann das Martin 1. Stimmt, das war die Partie, wo er Martin 1 hatte und dann. Aber diesmal Turm G1 vor F4. Eine kluge Entscheidung, wie ich denke. Jetzt F4. Junge, das ist mir eigentlich alles zu wild ein bisschen, ne? Stimmt, und dann kam E5 und nehmen auf C5. Jetzt könnten wir auch über E5, D schlägt E5, F5 nachdenken. Aber die zwei werden schon was finden, womit sie uns die Nerven rauben können. Springer F5 wird vielleicht mal eine Idee. Springer F5. Ich springe A5. Und die immer währende Frage, wer macht das Ding? Wer holt sich das? Wie viele Minuten sind es noch? 6,5 jetzt noch.
E5, D5. Theoretisch, wenn er die Partie gewinnt, dann, also der Chris, dann sieht es schlecht aus für Ja. Martin. F5 wäre eine Idee gewesen. F5 ist immer noch eine Idee. Was kommt F5, eigentlich so? F5 Was macht Springer, er denn? E5, Läufer, G5. Und Dame weg. F5 ist mächtig. Jetzt F5, oder? Ja, da habe ich Springer H4. Und dann Läufer G5. Läufer G5, fertig. GG. Springer schickt D3 noch, Ausfrust. Läufer schlägt F6. Turm B1 Schach oder so. Ja, aber Ja, jetzt. da geht nicht mehr viel. Zumindest im Sinne, diese Partie hier zu gewinnen. Junge, dieses Oh. Dame gegen Turm, was er verloren statt gewonnen hat, ne? Das Ah. tut so weh. Das tut so weh. Martin mit dem 4 zu 3, mit dem 3 zu 4 in der Bullet Session und kommt auf einen Punkt dran. Eieieiei. Ich sehe Chris immer noch in der Favoritenrolle, einfach weil er jetzt eine Partie gewonnen hat. Also ein Bullet ist Chris ja eigentlich dem, ist Chris Martin eigentlich überlegen, oder? Ich meine, abgesehen von der Partie jetzt gerade, stand er in jeder Partie auf Gewinn, ein Bullet. Ich bin aber beeindruckt von den Fähigkeiten, die Martin, ja gut, das wurde schon geschrieben, mit dieser knappen Bedenkzeit hat. Also ich finde, gerade von der Zeiteinteilung macht es Chris doch deutlich besser. Auch hier schon wieder. Und dann, ja, es ist halt irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis Martin so eine Ungenauigkeit reinhaut, wenn er wenig Zeit hat. Puh. Chris hat doch gerade eben schon hier eine Weile überlegt für Turm FC1 und trotzdem hat er noch 50, 51 Sekunden. Ja, weil er die anderen Züge halt a tempo raushaut. Nee, den anderen muss er doch nehmen. So nimmt er denn den? Weil er den anderen nach F4 stellen will. Ja, eingesehen, eingesehen. Na nee, ist klar, ne? Das ist genau mein Ding. Und jetzt dann Druck auf D5 und ah, 12 Sekunden, das ist nicht viel, Martin, das ist nicht viel. Ich fürchte, warum fürchten? Das wird doch genial. Zusatzfeld fragt, gibt es Regeln, was bei Gleichstand passiert? Ja, da gibt es ein kleines Minimatch. 1 plus 0 oder 1 plus 1? 1 plus 1. Ah, jetzt Druck Richtung F2. Okay, im Moment ist er noch gedeckt, aber er schaut mal in die Richtung. H4? Muss, Nee, oder? H4 Springer F4. Springer F4. Ja, tauschen, alles nehmen. Punkt C4. Ah, yeah. Jetzt Springer E5 und wieder zurück, okay. Hat er schon gepremoved. Punkt C7? Ah, nee, warte mal kurz. A5 fängt, ja. Oh, jetzt geht es ihm langsam an den B4, Kram. B4. E4 hängt. A3. Punkt C8? Ja, doppelt fesseln, ne? Hätte schon die Figur gewonnen. Springer schlägt B3, wäre gegangen. Junge, Junge. Turm C8 wieder? Ein Turm D8? Okay. Schach und Ja, wieder jetzt nicht. zurück. Ja, du musst Ah. halt jetzt abwarten. F3 oder. Ja, Ja, okay, aber F3. was machst du dann? Ja, König E3 jetzt und dann Springer D3. Springer E2. Ja, Junge, willst du jetzt endlich Springer E2 dann kommt machen? Turm D8 und Springer A schlägt A2. Ja, stimmt. Ich wollte Turm auch warten, D8. als der König auf E3 stand. In meiner Verteidigung. Er kann immer noch nicht richtig ziehen. Wann kommt endlich das Schach hier? Okay, jetzt geht's. Jetzt kann er ziehen. Jetzt aber Schach. Springer D3? Nicht? Okay. Jetzt hängt A2. Turm A4. Ah, jetzt hängt B3 noch mit Schach. Wow, was geht hier ab?
A2. Und dann Springer C2. Springer C6, Springer C6. Springer C6 auch. Oh Mann, Mann, Mann. Ausgleich, Ausgleich, Leute, Ausgleich. Junge, was ein... Oh. Schreibst du jetzt schnell in den Chat, noch in Skype-Chat? Noch eine Minute. Was denn? Noch eine Minute. Das wird die letzte Partie, die entscheidet das Ding. Boah. Ah, sorry. Jetzt sieht er das Ding gar nicht mehr. A2 hätte schon gewonnen, aber das hier reicht jetzt natürlich auch. Oh. Adrian, wir sehen die Entscheidung im letzten Match. Ah. Er sollte jetzt langsam aufgeben, oder? So, letzte Partie. Also, die entscheidet hier alles. Leute, die entscheidende Partie. Das ist die Entscheidung. Puh. Bei Remis sehen wir noch ein Minimatch. Oh. Ich habe auch Dame gegen Turm, ne? Da wird er sich in den Arsch beißen, wirklich, wenn er das jetzt verliert, wird er sich dafür in den Arsch beißen, ja. Okay, diesmal eine leicht andere Behandlung. Ich weiß nicht, ob man hier in so einer Partie in der Rolle des Schwarzen sein will. Wirklich nicht. 4 aus 5 in den letzten 5 Partien für Martin. Das Momentum scheint bei ihm zu sein. Bei Remi werden die zwei noch ein Minimatch spielen, also... C5 gefällt mir null. Gar nicht. Ja, du musst Läufer D4 halt verhindern. Sorry. Ah, okay. Ja, dann sehe ich ihn wenigstens ein. Daneben hat mir jetzt auch nicht gefallen, ehrlich. Vielleicht Springer B5 oder so. Gab's ja gut, du musst Läufer D4... Was machst du denn gegen Läufer D4? Ja, muss ich da gegen was machen? Läufer E2 jetzt, dann hängt E4 vielleicht. Oder Läufer... Ja. Oh... Stimmt ja. Okay, Dark F6. Mhm. Oh. Genau, Entscheidungsmatch 1 plus 1, falls es hier Remis ausgeht. Ah. Okay, D3 hängt. Ich weiß nicht, wer hier besser steht, Adrian. Wenn der Springer F5 nach G1 gehen würde, der Springer G3 war. Die Zeit schon wieder, die Zeit. Ja, ich muss sagen, nach der Bullet Session, halt, Junge, da tut mir Chris schon ein bisschen leid. Ne? So wie uns Martin ein bisschen leid getan hat nach dem. Okay, er kann. Okay, Leben und Turm 8, ne? Genau, wie viel kriegt er? Boah. So wie uns nach der Blitz Session ein bisschen der Martin leid getan hat, weil er da ein paar hat liegen lassen. So stand Chris eigentlich in jeder Bullet Partie außer in Zweien, glaube ich auch. Okay, das. Er geht auf die zweite, er nimmt nicht F4 mit. Ja gut, weil er danach ja, F7-Probleme bekommen. F7-Probleme bekommen hätte. Oh. Ey, ich freue mich. Ich freue mich einfach gerade, dass ich hier bin. Ja, er jetzt schlägt neben F4. König nimmt. König nimmt. Boah. Das ist doch Selbstmord. F5? F5, Turm E6, Turm F6. Hängt doch F5 immer. Aber F5 muss schon, ne? Muss? Ja, Turm G4 will ich jetzt nicht unbedingt zulassen. Springer F6. Springer schickt D5. Ah, oh! Ah, oh! Und jetzt, Junge, er gewinnt. Jetzt nee, warte mal kurz, Turm G3. Ich meine noch 4 Sekunden. Adrian, das ist ja der Hammer. Turm F5, Turm F5, Turm F5! Immer noch Turm F5, Turm F5! Nein! Oh, was geht denn hier ab? Oh, mein Herz. Oh, scheiße. Sehen wir hier das Entscheidungs... Turm schlägt A4. Bin ich... Okay, Springer E7 kann ja schon das Remis forcieren. Wenn er das denn will. Jetzt nicht auf Zeit verlieren oder so, ne?
Junge, war bei dir auch die Zeit weg? Der Springer hängt, der Springer hängt! Der Springer hängt doch! Nein! Was ist denn? Chris! Oh, das war's. Die Turm eingestellt. Das muss er erst noch gewinnen. Ja, aber... Ja. Ende. Aus. Martin gewinnt es. Boah. Junge, Junge. Puh. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Mir fällt nichts ein. Eieiei. Bist du da? Ja. Ja, ja, schade. Es war ein geiles Match, muss man sagen. Brutal geil. Oh. Ging hin mein Gott, und herzlich. Her. Ja, jede Partie war interessant, es ging hin und her. Ich hatte irgendwie das Gefühl am Anfang, dass ich in der langen Partie mehr Chancen hatte. Aber irgendwie auch, wenn er in Zeitnot war, hatte ich auch ein paar Chancen. Und andersrum natürlich auch. Ja, also im Bullet fand ich, hast du ihn abartig, das hat mich mega überrascht, so, wenn ich mir die 5 plus 1 und 3 plus 1 Partien anschaue, wie du im Bullet, da hatte ich das Gefühl, du standst jede Partie auf Gewinnen und war halt die Frage, wie viele du davon ins Ziel bringst. Ja, gut, die letzte war ein würdiges Ende, nicht. Oh, wir sind beide noch ein bisschen sprachlos. Das ist ein Wahnsinnsmatch. Danke dafür. Soll unterhaltend sein. Ich glaube, das haben wir geliefert. Das war's. Also. Das hätte, glaube ich, alles passieren können. Ja, also gerade den einmal Dame gegen Turm hast, glaube ich. Das war bitter. Ja, ich habe gar nicht gesehen, dass die Dame weg ist. Und dann dachte ich, Dame H2, Damentausch wäre mir, aber war natürlich verloren. Oh. Mir fallen gerade keine Fragen ein. Ich bin. Ja, also Riesenmatch. Ich denke, der Chat sieht es genauso. Ja, cool, dass du dabei warst. Hast du irgendwelche Stellen, wo du gesagt hast, boah, da lief's aus dem Ruder? Also im 5 plus 1 hatte ich, glaube ich, 2 Punkte Vorsprung. Und im 3 plus 1 hat er ganz schön viele Punkte eingesammelt. Ich glaube, ich habe da nur eine Partie gewonnen und alle anderen gingen an ihn und 1-2 Remis. Und ich war dann selber überrascht, dass ich im Bullet irgendwie 3 hintereinander gewonnen habe. Ja, genau. Ja, sorry, aber. Nee, aber auch zu Recht halt, ne? Also wirklich. Beim 5 plus 1 hatte man schon das Gefühl, okay, der Martin, da hat er was liegen lassen. Und das war beim Bullet halt andersrum. Also ich fand, dass ich positionell ziemlich gut gespielt habe. Und ich habe halt zu viel eingestellt. Gut, das eine Matt in 1, ich glaube, das habt ihr alle gesehen, mit Torschlägt H2, außer wir beide. Ja, genau. Ich dachte, ich gehe mal zurück und probiere es nochmal, aber hat es natürlich gesehen. Also die Partie hast du dann ja noch gewonnen, also. Okay. Ja, ich habe aber auch von dem Stellungstyp dann noch 2-3 verloren. Ich dachte, dass es eigentlich gut sein muss, bloß vielleicht in dem Zeitmodus ist es für Weiß leichter. Mhm. Ja, mit dem Raumvorteil vielleicht leichter zu handeln. Also da mit F und E Bauern da immer. Ich glaube, wie in der letzten Partie, oder? Ja, ich weiß nicht. Da stand ich wahrscheinlich gut. Aber er stand vielleicht auch mal auf Gewinn mit den 2 Türmen gegen den König. Ja, also wir waren völlig raus. Da, nach Springer F6 war es, glaube ich. Ich habe hier gerade die Rechneranalyse offen. Steht es plus 5 und dann kam Turm schlägt H2 und wir waren beide so,
Stimmt. Ich dachte mir halt Springer G4, weil ich dann Bauern gewinne, aber dann dachte ich, warum nicht gleich nehmen. Und dann hat er sich halt gut verteidigt, sollte gewonnen sein. Ja, nach Springer schlägt D5, dann hast du zwischenzeitlich mal den Springer auf D5 eingestellt. Turm F5 Schach ging da, aber ja, beide mit 3 Sekunden. Ja, er hat auch ziemlich viel Partien auf Zeit verloren. In den meisten war die Stellung schlecht, aber er hatte so 2-3, die war gar nicht mal so verloren. Ja, wobei, also mit 1-2 Sekunden ist dann halt immer, da kann er noch so gut stehen, da ist halt alles irgendwie irgendwie schwer zu spielen. Okay, dann bedanken wir uns bei dir fürs Mitmachen. Hoff, du hattest auch Spaß. Ja, ich bin völlig verschwitzt, ich kann gleich schlafen gehen. Im Moment läuft noch Quarantäne-Liga, falls du noch ein Team suchst. Ich denke mal heute nicht. Okay, ja, kann ich verstehen. War ein hartes Match. Also, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen und ich denke, das Chat könnte auch mal daran interessiert sein, wenn du hier mal mitkommentierst. Wenn du Lust hast, können wir das gerne mal in Angriff nehmen. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, ich streame seit ein paar Tagen und habe meinen eigenen Channel aufgemacht. Wie ist der genaue Name? Chris 1996. Ja. Guck mal, vielleicht spiele ich noch ein paar Games gleich auf meinem eigenen Channel. Ich will natürlich nicht Zuschauer abwerben. Nein, alles. Ich stelle den Link zu dem Kanal von Chris natürlich hier schon mal rein. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Dann wird's ähnlich unterhaltsam wie heute. Okay, dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ja. Junge, ich bin so fertig, gell? Mein Herz klopft, hat halt mehr geklopft als bei der ersten Staffel Prison Break. Danke. Also bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. Puh. Und bei uns geht's direkt weiter, gell? Mit der Quarantäne-Liga. Ah, wir spielen schon eine Minute. Ich pausiere mal schnell, damit ich nochmal eine Nachricht an alle Teammitglieder schreiben kann. Junge, ja, ich gehe auch mal online, ne? Ja, natürlich. Junge, Marco, das macht mich so fertig, ne? Digga, wirklich das Dame gegen Turm, das war so, boah. So unlucky. Okay, und alle Zuschauer kann ich hier nur die Quarantäne-Liga ans Herz legen. Ja, genau, und jetzt muss man sich noch auf Quarantäne-Liga konzentrieren. Seid dabei und helft den Hobbits, den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Puh. Wir sind schon Siebter mit 0 Punkten. Junge Marco. ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Völlig fertig. Im Nachhinein, egal wie viele Partien es im Blitzen waren, wirklich, wenn man sich das Bullet anschaut, so, ey, das ist mega unangenehm für Chris. Er hat aufgegeben, let's go, Sieg. So schnell. E4 Aufgabe. 2 Punkte für die Chess Hobbits. Oh ja! Weißt du, ich habe eh viel gemacht, dann gedacht, fuck, ich habe Berserk vergessen. Ich drücke auf Berserk, er gibt auf. Dann wahrscheinlich wegen des Berserkens, oder? Das Berserken hat ihn, glaube ich, einfach eingeschüchtert. Wow, der ist mir viel zu selbstbewusst. Wann ist endlich wieder 3 plus 0? Er kann kein Schach. Er kann Schach nur auf Zeit spielen. Ich glaube, das müsste am Sonntag schon. Nee, wir haben jetzt Sonntag, am Donnerstag schon wieder sein. Puh. Was ein Match, was ein Match. Aber jetzt volle Konzentration auf die Quarantäne.